Gut, dann würde ich Sie gerne begrüßen hier herzlich zum ersten Panel Heinz Steinerts Kapitalismusverständnis. Es freut mich, dass ich Sie da begrüßen kann und auch sozusagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer mehr werden. Mein Name ist Andreas Kranepitter, ich bin auch Teil des Vorbereitungskomitees und arbeite im Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich an der Uni Graz, wo jetzt eben auch seit jüngster Zeit dank Irmela Steinert ein Teil des Nachlasses von Heinz Steinert liegt, der gemeinsam mit dem Archivzentrum in Frankfurt erschlossen wird. Ich würde gerne nur ganz kurz ein paar Worte sagen, warum dieses Panel da am Anfang steht, dann aber auch gleich schon übergeben. Vielleicht aber nochmal zu Beginn ein paar technische Hinweise, organisatorische Hinweise, falls jetzt jemand nicht im Eingangsstatement dabei war, im ersten Teil der Veranstaltung. Das Symposium ist, wie man sehen kann, leider doch ganz virtuell geworden. Wir haben lange Zeit versucht, es zumindest teilweise noch zu retten als Hybridveranstaltung an der Universität Wien. Das ist aufgrund dieser Situation jetzt nicht gelungen. Es hat aber wahrscheinlich dann doch wieder auch den Vorteil, dass nicht nur mehrere Leute teilnehmen können, sondern wenn man jetzt Heinz Steinert ernst nimmt, ein kleiner Steinert-Joke zum Beginn, dann liegt ja in dieser öffentlichen Einsamkeit von uns allen vor dem Bildschirm ja auch ein Element der Befreiung. Dann ist es ja vielleicht möglich, dass das sozusagen auch positiv gewendet wird mit diesem Adorno-Modell, dass man sich die eigenen Produktionsmittel schafft und sich ein Stück weit zurücknimmt und mit dem Rücken zum Publikum, für das Publikum spricht und theoretisiert, ist das ja vielleicht auch was Schönes. Es wird um Befreiung, um Herrschaft, um Kapitalismus gehen. Wir haben das deswegen auch an den Anfang gestellt, weil das etwas Verbindendes ist im Werk Heinz Steinerts, das nicht nur in dem Buch, das gemeinsam mit Christine Resch verfasst wurde und 2009 zum Kapitalismus erschienen ist, sondern eben eigentlich sein Werk von allem Anfang durchzieht. Also ob es jetzt um das parallel stattfindende Pendel zur Gehorsamsproduktion geht, wo es natürlich auch um die Herausbildung der Disziplin für die Fabrik geht im Kloster, ob es um die Herausbildung der Staatlichkeit geht bei seiner Kritik an Foucault, ob es um den Geist des Kapitalismus geht natürlich und seine Kritik an Weber oder um die Wissensgesellschaft und die Rolle, die kritische, reflexive Sozialwissenschaft in dieser vermeintlichen Wissensgesellschaft einnehmen kann. Es geht sozusagen immer wieder um Kapitalismus. Ganz wichtig dann aber natürlich in diesem 2009 erschienenen Buch mit Christine Resch in der Serie Einstiege beim Westfälischen Dampfboot. Zur Diskussion noch ein paar Hinweise. Das Ganze wird aufgezeichnet, wie gesagt. Das heißt, sollten Sie dann auch bei der Teilnahme der Diskussion nicht aufgezeichnet werden wollen. Also es aufgezeichnet wird jetzt nur, werden nur diese Personen, die im Spotlight sind. Wir würden aber gerne eben natürlich so diskutieren, dass irgendeine Form von Interaktion noch möglich ist und Sie dann sozusagen bei Rückfragen nach den vier Vorträgen, bei Diskussionsbeiträgen in dieses Spotlight holen. Sollten Sie das nicht wollen, müssten Sie einfach Ihre Frage in den Chat schreiben, dann wird diese Frage von mir oder der technischen Moderation, die Lena Zufall ist, vorgelesen werden. Das heißt, nach diesen vier Vorträgen wird es dann die Möglichkeit geben zur Diskussion. Dafür einfach bitte nur kurz Ihren Namen in den Chat schreiben, damit wir sozusagen eine Art virtueller Rednerinnen-Rednerliste machen können. Sollte es in irgendeiner Weise technische Fragen geben, Probleme geben, dann steht Ihnen die technische Moderation jederzeit zur Verfügung eben. Lena Zufall, es gibt auch eine Nummer zur Klärung dann von technischen Problemen, eine Telefonnummer, falls das wirklich nicht behebbar ist, jetzt auch für die Panelistinnen und Panelisten. So viel zum Technischen, dann würde ich, glaube ich, gerne einfach das Podium vorstellen. Karl Reiter ist langjähriger Lektor für Philosophie in Wien und Klagenfurt und hat sich 2011 habilitiert mit einer Arbeit zu Marx und Spinoza, ist Mitherausgeber des Jahrbuchs für marxistische Gesellschaftstheorie, wie auch Linda Obermeier und wie auch ich. Das ist tatsächlich ein bisschen ein Zufall. Das liegt nicht daran, dass diese Redaktion unglaublich groß ist, sondern eher daran, dass Österreich ein bisschen klein ist und man schnell sozusagen gemeinsam in einer Redaktion sitzt. Ist dann auch Publizist und politischer Aktivist. Und er kann sich, das mache ich jetzt wie bei den Einleitungsstatements im ORF, kann sich nicht vorstellen, woanders als in Wien zu leben. Linda Lidit Obermeier ist Philosophin und Juristin und arbeitet als Universitätsassistentin am Institut für Rechts- und Rechtsphilosophie an der Universität Wien.
Sie promoviert zum Thema Kritik marxistischer Rechtstheorien zu Pashukanis Begriff der Rechtsform, beschäftigt sich ansonsten mit materialistischer Gesellschaftstheorie und vor allem der Philosophie Hegels. Gabriele Michalitsch ist Politikwissenschaftlerin und Ökonomin, lehrt an den Universitäten Wien und Klagenfurt und war Gastprofessorin unter anderem in Peking, in Budapest und Istanbul. Die zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählen die politische Ökonomie, feministische Ökonomik, Neoliberalismus und Autoritarismus. Und Meropi Tsanetakis ist Senior Postdoc Fellow am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien und untersucht dort die sozialen und politischen Grundlagen digitaler Drogenmärkte, von denen wir, glaube ich, auch heute hören werden, und die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichem und sozialem Handeln. Sie ist auch Redakteurin des kriminologischen Journals, das ja auch sozusagen für Heinz Steinert ein sehr wichtiges Publikationsorgan war. Ich würde gerne dann das Wort gleich mal Karl übergeben. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ursprünglich wäre die Idee gewesen, ein Eingangsstatement zu machen. Das sollte nicht Hierarchisierungen schaffen, sondern einfach nur dem Eingangsstatement ein bisschen diese Aufgabe überbürden, eine Rückbindung an Heinz Steinerts Werk stärker herzustellen, auch für die Diskussion. Wir haben uns aber darauf geeinigt, dass sozusagen alle Vorträge gleich lang sein werden, zwischen 15 und maximal 20 Minuten pro Vortrag. Und die Fragen, Verständnisfragen und auch Diskussionsbeiträge dann im Anschluss daran gestellt werden können. Karl, darf ich dich bitten? Ja, also vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich da den ersten Vortrag halten kann. Die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ist, einen Überblick zu geben über einige grundlegende Begriffe, Begrifflichkeiten von Heinz Steinert. Also mein Vortrag hat sozusagen den Titel Kapitalismus als Forschungsprogramm. Und die Frage ist sozusagen, wie thematisiert, mit welchen Begriffen thematisiert Heinz Steinert kapitalistische Gesellschaften? Das ist natürlich so eine Art Skizze über seine grundlegenden Begrifflichkeiten. Und ich beginne gleich mit dem Grund seiner grundsätzlichen Aussage. Das haben wir schon heute Vormittag schon, also in dem ersten Teil schon gehört, er thematisiert Gesellschaft als Herrschaftszusammenhang. Das ist, klingt vielleicht in manchen Zusammenhängen bei uns vielleicht trivial, ist es überhaupt nicht, wenn man die akademische Szene kennt. Gesellschaft wird vielleicht als Problemzusammenhang gesehen, als dysfunktionale Zusammenhänge, aber Gesellschaft als Herrschaftszusammenhang und setzt dem sozusagen den Begriff der Befreiung gegenüber. Und jetzt ist Befreiung sozusagen ein schwerer sozialphilosophischer Begriff. Zu sagen, also ich thematisiere gesellschaftliche Wirklichkeit hinsichtlich des Herrschaftszusammenhangs und ich frage nach den Bedingungen der Befreiung, das ist alles andere als Mainstream, das ist alles andere als Standard in der Sozialphilosophie, im Mainstream-Denken sowieso nicht. Aber das ist ein grundlegendes Herangehen. Und ich denke, so sollten wir, und wenn wir sozusagen an Heinz Steinert mal anknüpfen, grundsätzlich gesellschaftliche Wirklichkeit thematisieren. Ich möchte sozusagen diese Begriffe jetzt weiter entwickeln. Wir haben sozusagen drei Fragen eigentlich oder drei Themen. Die erste, was ist denn Befreiung überhaupt? Was könnte es sein? Wie thematisiert er diesen Begriff der Befreiung? Das zweite wäre die Frage, welche Formen sozialer Herrschaft nennt Heinz Steinert, welche sind für ihn zentrale Formen der sozialen Herrschaft und wie entwickeln sie sich, welche Dynamik haben sie in der gesellschaftlichen Entwicklung und damit verklammert auch die Frage nach den sozialen Trägern, sowohl der Herrschaft als auch denen, die sozusagen unter Herrschaft leiden und in Herrschaftszusammenhänge eingefügt sind. Aber natürlich auch die Frage, wie steht es mit Schichten, die sozusagen irgendwie da dazwischen sind, die nicht zugleich einzuordnen sind. Das wird ein bisschen dann klarer werden, wenn ich dann auf die Frage zu der Bürokratie und so weiter zu sprechen komme. Also beginnen wir mit den zentralen, mit dieser schweren, sozusagen, ich sage schwer oder auch gewichtigen Frage, was ist überhaupt Befreiung? Heinz Steinert
sagt, es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Und ihr seht, ich bin in meinem Referat sehr, sehr auf der grundsätzlichen Ebene. Ich glaube, das ist ja sinnvoll bei seinem ersten Einführungsreferat. Er sagt, es gibt zwei Bilder oder Modelle, überhaupt Gesellschaft zu denken. Das eine ist das Modell des Vertrags oder das Bild des Vertrags und das andere ist das Bild von Herr und Knecht. Und er sagt tatsächlich, man könnte das gesamte Recht, Staatsrecht und revolutionstheoretische Debatten der letzten 3 bis 4 Jahrhunderte, das ist jetzt ein Zitat, lässt sich als Variantenmodifikationen und die gelegentliche Weiterentwicklung dieser beiden Modelle rekonstruieren. Also dass ihr seht, wie grundsätzlich er meint, es gibt diese zwei Möglichkeiten, Gesellschaft überhaupt zu denken. Das Modell des Vertrags ist grundsätzlich ein konservatives. Also das geht von Hobbes bis John Rawls. Vertragsmodelle sagen, es geht darum, eine Art sittliche Zusammenhänge zu schaffen. Dieser Vertrag ist ein Konterfaktisch, der wurde nie wirklich geschlossen. Das ist ein Modell, Gesellschaft zu denken. Es geht immer darum, das Individuum einzugrenzen. Ihr kennt ja diesen Kalauer, die Freiheit des einen beginnt, hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Freiheit wird hier analog zum Eigentum, nicht das Eigentum des einen oder das Eigentum des anderen konzipiert. Freiheit hat nichts mit Zusammenschluss zu tun, mit Kooperation, dass meine Freiheit die Bedingung des Freiheit des anderen ist. Genau das wird dann negiert. Und es gibt natürlich in diesem in diesem Vertragsmodell schon noch Klauseln eingebaut. Also wenn die Herrschaft zu tyrannisch wird, kann man sie stürzen. Aber im Grunde, und der Mensch Steinert, im Modell des Vertrags ist für Befreiung und Fortschritt wenig Platz. Ganz anders schaut es mit dem zweiten Bild aus, der Dialektik von Herr und Knecht. Ich sage deshalb Bild, weil Steiner natürlich meint, dass diese Dialektik von Herr und Knecht natürlich bei Hegel, er meint das sehr grundsätzlich, wenn ich also dieses Bild von Herr und Knecht nehme, denke ich an Dynamik, denke ich an Konflikt, denke sozusagen an Prozesse von Herrschaft und Reflexion oder auch Sturz dieser Herrschaft. Und es ist sehr interessant, wenn er sagt, okay, wenn wir sozusagen, daher auch Bild, also ich meine jetzt gar nicht präzise die hegelische, genaue präzise, die hegelische Theorie, sondern so ganz allgemein so als Bild der Dynamik des Konflikts. Und er sagt, wenn wir diesem Bild diese Dynamik weiter entwickeln, gibt es eigentlich 3 Modelle, wie eine Befreiung möglich ist, 3 Befreiungsmodelle, die er eigentlich sehr unmittelbar in der Auseinandersetzung mit Marx entwickelt. Also Steinert war das sicherlich egal oder er hat keines Bedürfnis gehabt, sich als Marxist zu nennen, aber wenn man sein Denken genau analysiert und wenn man Marx ganz gut kennt, und das tue ich ja wohl doch auch, er ist wahrscheinlich marxistischer als so manche, die das so vor sich hertragen und sagen, ich bin Marxist, Marxistin. Ja, das nur so nebenbei. Er sagt, es gibt also 3 Modelle, die er in Auseinandersetzung mit Marx entwickelt. Das Modell der Entfremdung, das Modell der Verelendung und des Klassenkampfes und das dritte, die Entwicklung der Produktivkraft. Alle 3 wären Befreiungsmodelle. Das erste Modell war die Entfremdung. Also Befreiung besteht darum, dass ich Entfremdung erkenne und dass ich sie aus der Erkenntnis in einem entfremdeten gesellschaftlichen Zusammenhang zu leben versuche zu überwinden. Ich muss sagen, dass das Modell der Entfremdung bei Steinert ein bisschen blass bleibt. Es ist kein sehr zentraler Begriff von ihm. Er sagt auch, das ist sehr düster, das ist kaum ein Moment wirklich, wo er Befreiungshoffnungen hat, zumal, und das wäre noch, gibt es ja andere Referate dazu gleich hier, die kulturindustrielle Formung diese Erkenntnis ja blockiert und nicht, sozusagen, er ist da sehr pessimistisch, dass aus dieser Erkenntnis der Entfremdung etwas Möglichkeiten der Befreiung entstehen. Jetzt muss man natürlich sagen, was überhaupt Entfremdung ist. Ja.
Also ich würde sagen, ganz kurz, mit zwei Sätzen, Entfremdung ist immer ein Prozess. Entfremdung bedeutet, dass ein Subjekt, sei es individuell, vor allem kollektiv, durch sein Tun, durch sein Handeln, durch sein Denken etwas schafft, ein Produkt schafft, das dem Subjekt als fremd und feindlich gegenübertritt. Das klassische Modell ist eigentlich die Produktion des Kapitals, nicht? Der Arbeitsprozess schafft das Kapital und das Kapital tritt dann dem Arbeitsprozess, dem Proletariat, als fremde, feindliche, sachliche Macht gegenüber. Das ist ein klassischer Entfremdungsfigur, also ein Entfremdungsprozess. Aber wie gesagt, Steinert nennt das nur eher en passant. Ganz anders ist mit dem zweiten Modell, Verelendung und Klassenkampf. Hier muss, das ist für Steinert sehr wichtig, wobei man natürlich, wenn man an Klassenkampf denkt, an streikende Arbeiter, die sozusagen mit roten Fahnen, also Arbeiterinnen mit roten Fahnen, erhobenen Fäusten, sozusagen die kapitalistische Herrschaft in Frage stellen, wird man nicht sehr viel Klassenkampf in dieser Gesellschaft finden. Steinert thematisiert immer den Klassenkampf von oben. Das ist für ihn ganz was Zentrales. Also er untersucht immer wieder, wie Herrschaft hergestellt wird, wie soziale Verhältnisse hergestellt werden. Allein der Übergang vom Fordismus zum Neoliberalismus, das ist für ihn Klassenkampf. Also der Klassenkämpfer ist für ihn der Manager, der Politiker im Nadelstreif. Ja? Der sozusagen hier gesellschaftliche Wirklichkeiten versucht durchzusetzen, zu schaffen. Und er hat auch eine schöne Arbeit geschrieben, zum Beispiel Prekariat, Begriffspolitik und Klassenkampf. Also Klassenkampf von oben. Und wenn man wenn man das so sieht, dann natürlich sieht man diese ganze Wucht und Bedeutung des Klassenkampfes. Und das ist bei ihm wirklich ganz zentral, auch wenn er diese Begriffe nicht so in den Vordergrund stellt. Der wichtigste Punkt aber ist bei ihm die Entwicklung, die Thematik, die Entwicklung der Produktivkraft. Also damit hat er sich sehr intensiv beschäftigt. Und auch hier steht auch natürlich das ist jetzt ein bisschen verkürzt, vielleicht wenn ich das so schnell sage, auch im Anschluss an Adorno, mit dem er sich ja sehr mit zwei wichtigen Büchern ganz entschieden auseinandergesetzt hat, wo Adorno meint, dass in der Musiktheorie in der Zwölftonmusik gibt es sowas wie Entwicklung der Produktivkraft, in dem sozusagen hier eine Tätigkeit geschaffen wird, in der die Natur befreit wird. Das ist also die Figur. Und so setzt er sich auch mit Adorno auseinander. Und daher kommt sozusagen dieser Begriff der Produktivkraft für ihn so in den Mittelpunkt. Jetzt, wenn wir fragen, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was heißt überhaupt Produktivkraft, was sind Produktivkräfte? Nun, ganz einfach, Produktivkräfte sind alle Faktoren, die auf die Produktivkraft der Arbeit einwirken und sie bestimmen. Jetzt ist über die Frage, jetzt habe ich sozusagen die Antwort einmal verschoben, nicht? Jetzt, was ist die Produktivkraft der Arbeit? Ich meine, dass die Produktivkraft der Arbeit eine enge und eine weite Definition hat. Die enge Definition, die Steinert weniger interessiert, ist einfach die zeitliche Dimension. Produktivkraft ist ein Zeitbegriff, das heißt, je höher die Produktivkraft der Arbeit, desto geringer die zur Herstellung eines Gutes notwendige Arbeitszeit und umgekehrt, je geringer, desto höher. Einfachste Beispiel. Die Produktion von Büchern, von zuerst schreibt man sie mit der Hand, dann werden die Lettern gesetzt und dann haben wir sozusagen die digitale Druckstraße. Die Produktivkraft der Buchproduktion steigt gewaltig im Laufe der Jahrhunderte und der Zeit. Das ist keine Frage. So kann man das sich sehr leicht vorstellen, was das heißt. Für Marx ist das ganz entscheidend, weil er hoffte, eine Gesellschaft, die sagt, wenn die Produktivkraft der Arbeit so steigt, können wir sozusagen die notwendige Arbeitszeit auf die Seite schieben, sie bestimmt nicht mehr unser Dasein. Radikale Arbeitszeitverkürzung ist für Marx sozusagen die Grundlage der Befreiung. Es gibt aber eine zweite Dimension und ich nenne eigentlich das sozusagen diese hegelische Dimension, auch aus der Dialekt der Herr und Knecht,
dass Produktivkraft der Arbeit auch bedeutet, neue Produkte zu schaffen und in dieser Schaffung von neuen Gebrauchswerten, dass sich sozusagen das Subjekt hier selbst entwickelt. Ich lese euch vielleicht einfach ein Zitat von Steinert vor. Es gibt eine weitergehende Lesart dieser Dialektik von Produktivkraftentwicklung und Produktionsverhältnissen. Entwicklung der Produktivkraft bedeutet durch die Erfahrungen, die in der Produktion gemacht werden, erweiterte Fähigkeiten der Arbeiter. Sie gewinnen damit auch die Kapazität, die Koordination der arbeitsteiligen Produktion selbst zu organisieren. Man kann es noch einmal verallgemeinern, das ist auch ein marxisches Motiv, zu sagen, durch die Auseinandersetzung mit der Natur in Kooperation mit der anderen, durch die Entwicklung der Produktivkraft, schaffe ich neue Fähigkeiten, neue Bedürfnisse, die wieder auf meine Fähigkeiten zurückwirken. Es ist sozusagen hier eine Dynamik, und für Steinert ist auch Arbeit eine entscheidende, auch Zitat, entscheidende Kategorie von Gesellschaftlichkeit und damit von Herrschaft. Also die Frage, was passiert im Arbeitsprozess durch die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit, ist für ihn eine ganz zentrale. Ich nenne das deshalb Hegelsches Motiv, weil bei Hegel ist es ja so, dass sich der Herr zurückzieht aus der Produktion. Das ist weder bei Marx noch bei Steinert so. Das ist auch in der Realität nicht so, ganz im Gegenteil. Ja. Aber das zweite Motiv ist, dass sozusagen der Knecht durch die Entwicklung, durch die Arbeitsprozess Selbstbewusstsein gewinnt, Fähigkeiten gewinnt und sozusagen zu einem anderen Subjekt wird. Dieses Motiv ist auch bei Marx drinnen und dieses auch bei Steinert drinnen. Und hier ist Steinert eigentlich sehr pessimistisch. Er meint, dass dieses hegelische Motiv an der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit stillgelegt ist. Er sagt, die Möglichkeiten Selbstbewusstsein im Arbeitsprozess zu erwerben, ist abgedreht. Ja. Die derzeitige Lage der Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen ist so beschaffen, auch das als Zitat, dass aus Arbeit und Erfahrungen weder ein sinnvoller Fortschritt der Produktivkraft noch gesteigerte Selbstreflexivität und Selbstanerkennung zu erwarten sind und auch keine Impulse der Emanzipation. Ein sehr düsteres Resümee. Da wäre auch unsere Frage, stimmt das? Ist das wirklich so? Muss man das so sehen? Und wenn das so ist, was müssen wir tun? Das wäre sozusagen auch eine Frage, die wir uns alle stellen sollten, wenn das so ist, wie können wir sozusagen die Arbeit zu dem machen, was sie eigentlich im Sinne auch von Hegel, auch von Marx, auch von Steinert sein sollte und sein kann? Das ist die Frage. Okay. Die Gegenrede sozusagen zu Steinert war sozusagen die Theorie der Wissens... noch 5 Minuten. Na, servus. Okay, danke, Andi. Gut, also, okay, ich schaff's, ja. Also, das mit der Herrschaftsform muss ich auslassen, aber ich will das lieber das ordentlich machen. Der Gegenbegriff ist für ihn die Wissensgesellschaft. Also, Steinert hat sich ja über diese Komplettangebote immer lustig gemacht, die Multi-Optionsgesellschaft, die Wissensgesellschaft, die Risikogesellschaft. Und ich denke, dass er aber auch ein sehr emotionaler Mensch, ich denke, dass ihm dieser Begriff immer ein bisschen wieder auf die Palme gebracht hat. Was heißt Wissensgesellschaft? Wissensgesellschaft ist einmal eine Behauptung. Es ist die Behauptung, dass im Zuge der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit das Wissen, die Kommunikation, die sprachliche Interaktion entscheidend wird, dass die Wissensarbeiterinnen zur Avantgarde der Gesellschaft werden und dass die sich sozusagen die eigentliche Fortschritte, die eigentliche Dynamik ins Immaterielle verlagert. Ne? Das ist so der Diskurs 80er, 90er Jahre, Nuller Jahre, der ist natürlich inzwischen auch angesichts der Realität eher verblasst, nicht? Also die Materialität ist zurückgekehrt in Form natürlich der ökologischen Krise, und das Virus ist auch was Materielles und wie, nicht? Also das ist keine Frage des Diskurses, nicht? Also das ist eine, das sind
materielle Tatsachen. So, und Steinert setzt sozusagen diesen Begriff der Wissensarbeit dieser Wissensgesellschaft entgegen, erstens einmal den Diskurs, dass sich anstatt, dass für die Mehrheit der Wissensarbeiterinnen hier die Möglichkeit der Kompetenzen sich erweitert, im Gegensatz reduziert, indem eigentlich Arbeitsprozess zur Anwendung von komplexen Gebrauchsanweisungen wird. Diesen Begriff der Gebrauchsanweisung kommt immer wieder in seinen Schriften vor. Er sagt, im Grunde Wissensarbeiter, also die Mehrzahl, die Mainstream, macht ein Gebrauchsanweisungen. Komplex, jedes Computerprogramm ist eine komplexe Gebrauchsanweisung. Und wenn ich es nicht richtig gebrauche, funktioniert es nicht. Aus, Punkt, basta. Ausgesprochen autoritär. Zweitens ist es so, dass er natürlich sagt, dass die Wissensarbeiterinnen, im Gegensatz, dass sie sozusagen diese strahlende Avogad sind, alle sind kleine Bill Gates oder werden es irgendwann, in Wirklichkeit eine sehr prekäre Situation sind. Sie sind schlecht bezahlt, sie leben unter prekären Verhältnissen und das Wissen ist sozusagen nur die Voraussetzung, überhaupt mitrittern zu können. Also ich brauche Qualifikationen, um überhaupt sozusagen sowas wie um einen Arbeitsplatz oder Beschäftigung, nicht einmal auf den Arbeitsplatz, überhaupt teilhaben zu können. Wissen wird radikal zur Ware. Es gibt aber noch eine andere Seite dieser Wissensgesellschaft und die steht im Zusammenhang mit der Entwicklung dieses Dreischrittes, also früher klassische große Maschinerie, Fordismus und Neoliberalismus. Und er sagt, es gibt hier, wenn man die Träger sozusagen der kapitalistischen Produktionsweise sich anschaut, so einen Dreischritt. Am Anfang beginnt der patriarchale Unternehmerdynastie, nicht? Wie die Meindls, die Julius Meindls, die werden schon durchnummeriert langsam, wie die Habsburger. Dann kommt dritter Manager dazu, das hat schon der Marx analysiert, bei den Aktiengesellschaften. Und im Neoliberalismus kommen die externen Berater dazu. Diese externe Beratung, die sozusagen einen ungeheuren Schub auch an Wissensarbeiterinnen bringt und die natürlich sozusagen, also diese Beratungen, Berater, die angedockt sind ans Kapital, die sich nicht mehr identifizieren mit der eigenen Firma, mit den eigenen Kapitalien, die sind natürlich durchaus gut bezahlt. Also es gibt eine extremste Hierarchie und bei den Wissensarbeiterinnen und er meint, hier wäre natürlich auch Forschung sinnvoll und möglich, zu schauen, wie geht es den Leuten, wie ist dieser Widerspruch, einerseits den Leuten erzählt, ihr, die Wissensarbeit, ihr seid die Avantgarde, andererseits für die Masse bedeutet das eher fast banalste Job. Ich habe jetzt ein bisschen ein Problem mit der Zeit, Andreas, wie schaut es aus? Ich will wirklich nicht da jetzt, wenn ich das jetzt alles so durchziehe. Na, du bist bei 20 Minuten jetzt sozusagen. Ich würde fast vorschlagen, dass du das dann irgendwie auf die Diskussion verschiebst und jetzt ja, so das Ende. Ja, ich bin bei der Hälfte. Ich habe es befürchtet. Nein, ich stoppe jetzt. Also ich sage nur eines, ich hätte jetzt noch gesprochen über die drei Formen der Herrschaft, Bürokratie, Patriarchat und Disziplin. Das kann ich jetzt nicht machen, sonst, ja, das war vielleicht, ich nehme mir immer zu viel vor. Ich hoffe, Ich stoppe hier einfach und ich versuche das vielleicht in der Diskussion danach zu tragen, irgendwie, wenn es passt, ja, okay. Genau, vielen Dank. Ja, ich denke schon, dass wir auf diese Sachen nochmal zu sprechen kommen und dass es dann auch Gelegenheit geben wird, das noch nachzutragen. Dann würde ich das Wort gleich einfach volé an Linda übergeben. Bitte. Ja, danke. Ich sehe nur gerade, also ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass meine Internetverbindung ein bisschen schlecht ist. Also sollte ich kurz verschwinden, dann weiß nicht, schalte ich mich nochmal dazu. Aber auch ja, von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung zum Symposium und Andi, danke für die nette Vorstellung. Ich muss zugeben, dass mir Heinz Steinert bis vor circa einem Dreivierteljahr eigentlich relativ unbekannt war. Das liegt zum einen daran, dass die Diskurse in der akademischen Welt relativ streng voneinander getrennt sind und ich mich sozusagen eher in der Philosophie oder im rechtswissenschaftlichen Diskurs bewege
und deswegen in den sozialwissenschaftlichen oder soziologischen Diskurs eigentlich noch gar nicht so eingetaucht bin. Ich war also nicht wenig überrascht, als ich in Steinert auf einen, man könnte schon fast sagen, waschechten Marxisten gestoßen bin, wenn auch einen gänzlich unorthodoxen Marxisten. Und da schließe ich mich der Diagnose von Karl Reiter an. Steinert ist ein durch und durch marxistischer und dialektischer Denker. Und ich habe ihn in meiner Auseinandersetzung jetzt für diesen Vortrag vor allem als Sozialphilosophen rezipiert. Man müsste vielleicht auch sagen, noch ergänzend, dass natürlich meine primäre Referenz die Studie Kapitalismus, Porträt einer Produktionsweise ist, die Steinert ja nicht alleine geschrieben hat, sondern im Mitwirken mit Christine Resch. Und auch sonst sind einige Aufsätze von Steinert, die ich noch herangezogen habe, gemeinsam mit Christine Resch verfasst. Deswegen spreche ich jetzt einfach immer von Resch und Steinert, von beiden. Ja, wie der Titel schon sagt, werde ich mich also der Frage widmen, was es bedeutet, Kapitalismus als Lebensweise beziehungsweise als Lebensform zu kritisieren. Zur Lebensform komme ich auch gleich. Und Kapitalismus als Lebensweise zu kritisieren, das heißt zunächst einmal, den Kapitalismus als Lebensweise zu begreifen. Der Begriff der Lebensweise, den Resch und Steinert verwenden, bleibt in der Studie, also in dem Buch Kapitalismus, eigentlich recht unbestimmt. Und zwar in dem Sinn, dass er nicht systematisch reflektiert wird und auch nicht als irgendwie selbstständiges, begriffliches Konzept eingeführt wird. Es gibt da einfach ein Kapitel und da steht dann plötzlich drüber Kapitalismus als Lebensweise. Ich möchte in diesem Vortrag den Begriff der Lebensweise näher bestimmen oder rekonstruieren und werde zu diesem Zweck auch ergänzend den Begriff der Lebensform von Rahel Jägi heranziehen. Rahel Jägi entwickelt den Begriff der Lebensform in ihrer Habilitationsschrift. Ich glaube, die ist 2013 oder 2014 erschienen und dort entwickelt sie den Begriff der Lebensform. Die Ergänzung durch Jägi ist auch deswegen interessant, weil Jägi selbst in Frankfurt war, und zwar beim Habermas-Schüler Axel Honneth. Und sozusagen Jägi selbst Teil dieser jüngeren kritischen Theorie, die ja oft Gegenstand der Kritik durch Steinert war. Rechts und Steinerts Ansatz, Kapitalismus als Lebensweise zu kritisieren, versteht sich zunächst einmal explizit in Abgrenzung zu der sogenannten marxistischen Scholastik. Also marxistische Scholastik ist sozusagen eine theoretische Schule oder Ideologie, die die gesamte Gesellschaft entweder aus der Kapitallogik ableitet oder überall in der Gesellschaft sozusagen die Struktur der Wert- oder Warenförmigkeit identifiziert. Zumindest vom Ansatz her würden da auch zum Beispiel Alfred von Rethel oder Eugen Paschukanis darunter fallen, die sozusagen Warenform und Denkform oder Warenform und Rechtsform miteinander in Verbindung bringen. Kritik des Kapitalismus als Lebensweise betrachtet den Kapitalismus aber gerade auch jenseits dieses harten ökonomischen Kerns, der für Resch und Steinert auch dezidiert in der Aneignung unbezahlter Mehrarbeit beziehungsweise in der Abschöpfung von Mehrwert besteht. Diesen ökonomischen Kern bezeichnen Resch und Steinert als Produktion im Kapitalverhältnis, während der Begriff der Produktionsweisen im Plural nicht nur verschiedene historische Phasen des Kapitalismus, sondern insbesondere auch die Gesamtheit der nicht-kapitalistischen Voraussetzungen bezeichnet, auf denen der Kapitalismus fußt. Karl Reiter schreibt in seinem Heinz-Steinert-Buch, dass sich der Kapitalismus parasitär verhält zu diesen eigentlich nicht-kapitalistischen Voraussetzungen. Und das sind eben Patriarchat, Bürokratie und Disziplin beziehungsweise Haushalt, Staat und Betrieb. Wir können also festhalten, Kapitalismus als Lebensform begreifen, heißt einmal ganz allgemein die kapitalistischen Produktionsweisen als umfassendes Herrschaftsverhältnis zu verstehen, das eben nicht nur auf das Ökonomische reduziert ist. Wie lässt sich jetzt also dieser Begriff der Lebensweise im Anschluss an Steinert und Resch näher bestimmen? Streng genommen existiert so etwas wie die kapitalistische Lebensweise nicht. Vielmehr ist eine spezifische Lebensweise immer mit einer ganz spezifischen Produktionsweise oder eben mit einer spezifischen historischen Phase des Kapitalismus verknüpft und variiert auch nach der sozialen Position und nach der Klassenzugehörigkeit.
Insofern ist die Lebensweise für Resch und Steinert Ausdruck der Klassenposition. Im Sinne einer Kritik des Alltagslebens weisen Resch und Steinert daher auch auf die wirklich interessante und unterhaltsame Studie Wolfgang Schiebelbuschs zur Geschichte der Genussmittel hin. Schiebelbusch schreibt, dass im Zuge der industriellen Revolution zum Beispiel der Kaffeegenuss zum Ausdruck bürgerlicher Nüchternheit geworden ist. Und diese bürgerliche Nüchternheit ist natürlich verknüpft mit einem entsprechenden Arbeitsethos. Dagegen ist der Konsum von Branntwein zu einer Form proletarischen Eskapismus geworden. Der Begriff der Lebensweise ist daher im Ansatz immer schon auch als eine Kritik am Bourdieu'schen, also am Habitusbegriff von Pierre Bourdieu zu verstehen, weil sozusagen die Lebensweise immer auch eine Interpretation der je konkreten Inhalte der bestimmten Vorlieben oder der bestimmten Geschmäcker mit verbunden ist. Bei Bourdieu hingegen werden bloß feine Unterschiede festgestellt. Also es wird überhaupt nicht mehr darauf eingegangen, wieso spezifisch der Kaffeegenuss oder der Opernbesuch oder der Konsum von klassischer Musik ganz allgemein bürgerlich sind. Das ist aber schon der Anspruch von Steinert und Resch mit dem Begriff der Lebensweise. Jetzt ist also für Resch und Steinert die Lebensweise Ausdruck der Klassenposition. Sie ist aber nicht einfach nur das Abbild oder die bloße Beschreibung einer sozialen Schicht oder eines Milieus, sondern ist immer auch zugleich eines der Felder, auf dem Klassenkonflikte ausgetragen werden. Und es ist auch genau diese Spannung oder Konfliktualität der Klassen, die die bürgerliche Lebensweise überhaupt als bürgerliche Kultur kennzeichnet. Denn erst in der Überwindung der feudalen, sozusagen göttlich durch die Zugehörigkeit der Stände festgelegten sozialen Ordnung, erst in der Überwindung dieser ewigen Ordnung wird so etwas wie Kultur überhaupt erst sinnvoll, weil erst dann die Gesellschaft als Kontingente und also als Veränderbare wahrgenommen wird. Bei Resch und Steinert ist also die Lebensweise jedenfalls der primäre Begriff und der breitere Begriff im Gegensatz zur Kultur. Die spezifische Spannung oder Konfliktualität, wie ich es genannt habe, spiegelt sich auch darin wider, dass die kapitalistische Lebensweise den Widerspruch zwischen Kapital und Lohnarbeit immer schon in sich trägt. Zur bürgerlichen Kultur, schreiben Resch und Steinert, gehört auch der Zustand des Proletariats. Zentral ist daher für die Lebensweise immer auch ein spezifisches Verhältnis nach unten, sodass es zur bürgerlichen Lebensweise dazugehört, auch die proletarische zu definieren. Und sei das jetzt durch Paternalismus oder durch Verelendung. Erinnern wir uns also an das vorherige Beispiel mit dem Kaffeegenuss, das Wolfgang Schiebelbusch anführt. So weisen Resch und Steinert darauf hin, dass der spezifische, mit dem Kaffeegenuss verbundene Arbeitsethos der Nüchternheit dazu führt, Ungleichheit nach unten zu legitimieren. Weil erst im Irrglauben eines solchen Arbeitsfetisch kann Eigentum als persönlicher Verdienst vorgestellt oder durch die Bourgeoisie gefeiert werden. Ein weiteres Beispiel für dieses Verhältnis nach unten finden wir auch in der neoliberalen sogenannten Erfindung der Berater. Karl hat das auch vorher schon angesprochen. Also es handelt sich zum Beispiel um Ratingagenturen, um Wirtschaftsprüfergesellschaften, aber auch in einem erweiterten Sinn um externe Gutachter im Peer-Review-Verfahren, im akademischen Betrieb. Und diese Auslagerung an externe Berater oder Gutachter wird durch Resch und Steinert als ideologiekritisch aufgelöst. Diese Auslagerung erzeugt den Schein eines objektiven Dritten, das nicht selten die Gestalt wissenschaftlicher Vernünftigkeit annimmt, in die sich der Klassenantagonismus dann aufzulösen scheint. Und so ersetzt dann auch die Vernunft den Aufseher im Betrieb, wodurch sozusagen die Disziplinierung anonymisiert und dadurch auch verinnerlicht wird und das Herrschaftsverhältnis dann insbesondere im neoliberalen Kontext noch eine Stufe komplexer zu durchschauen wird. Im Kapitalismus als Lebensweise schwingt daher insbesondere auch die Idee des Klassenkampfes von oben mit, sodass Lebensweise nicht nur Ausdruck der Klassenposition ist, sondern immer auch als das Feld zu betrachten ist, auf dem Klassenkämpfe ausgefochten werden, und zwar von unten wie auch von oben. Lebensweise ist also für Resch und Steinert immer beides. Habitualisierte soziale Praxis, also Ausdruck der Klassenposition, und gleichzeitig aber auch der Raum für Widerständigkeit
der Raum für Befreiung. Resch und Steinert scheinen auch den Begriff der bürgerlichen Lebensweise zusätzlich in einem noch allgemeineren Sinn zu verwenden, nämlich als Ausdruck der spezifischen Lebensweise im historischen Zustand der bürgerlichen Gesellschaft. Also ganz unabhängig jetzt von einer spezifischen Differenzierung nach historischer Phase des Kapitalismus und auch unabhängig von einer Klassendifferenzierung. Konkret verstehen Sie unter diesem allgemeinen Begriff der bürgerlichen Lebensweise Individualität und Intimität, Häuslichkeit, Gemütlichkeit, Zivilisation, Gewaltfreiheit, Hochkultur und Bildung. Aber auch in diesem, man könnte sagen, bürgerlichen Tugendkatalog spiegelt sich die Widersprüchlichkeit der bürgerlichen Lebensweise und setzt sich auch darin fort. Höflichkeit und Sittlichkeit, so Resch und Steinert, bilden sozusagen das Gegenstück zur radikalen Konkurrenzlogik der Wirtschaftssubjekte. Und genau diese Funktion erfüllen auch zum Beispiel Stammkundenbeziehungen oder spezielle Ehrenkodizes von Rechtsanwälten, Notaren oder Ärzten. So, jetzt muss ich kurz auf die Zeit schauen, weil ich hätte noch ein paar Beispiele, aber die überspringe ich jetzt lieber. Zusammengefasst ist für Resch und Steinert daher die Lebensweise in erster Linie ein Resultat und nicht die Ursache der Produktionsweise. Damit grenzt sich die Kritik des Kapitalismus als Lebensweise auch dezidiert ab von einer personalisierenden Kritik, zum Beispiel am Konsumverhalten der Massen, oder auch, wie Karl Reiter auch im Steinert-Buch schreibt, am imperialen Lebensstil, also an diesem Konzept, dass der sogenannte Westen auf Kosten der dritten Welt lebt. Gut, inwieweit kann jetzt der von, also sozusagen dieser Begriff der Lebensweise ergänzt werden oder vielleicht ein bisschen nachgeschärft werden durch den Begriff der Lebensform bei Rahel Jägi? Knüpfen wir nochmal daran an, dass die Lebensweise sowohl Ausdruck der Klassenposition als auch Austragungsort des Klassenantagonismus ist. Mit dem Begriff der Lebensform fasst Jägi jetzt genau diese Spannung zwischen Ausdruck der Klassenposition und Austragungsort des Klassenantagonismus und fasst sozusagen diese Dialektik von Gegebensein und Gemachtsein. Lebensform ist also für Jägi immer zweite Natur, oder man könnte auch allgemeiner sagen, objektiver Geist. Damit ist jetzt eine Art vergeschichtlichte, kontingente Notwendigkeit, so paradox es klingt, bezeichnet. Also etwas, das zwar durch Menschen geschaffen ist und in diesem Sinne veränderlich ist, aber zugleich den Menschen als unumstößliche Notwendigkeit, ebenso wie Naturgesetze, wie Natur insgesamt, begegnet. Das ist die zweite Natur, die sozusagen im Begriff der Lebensform zum Ausdruck kommt. Und genau das ist auch der blinde Fleck oder die Leerstelle der Gesellschaftsvertragstheorien, weil Karl das vorher angesprochen hat. Der Begriff der Lebensform grenzt sich daher noch deutlicher von Fragen des individuellen Lebensstils oder der individuellen ethischen Lebensführung ab und bezeichnet explizit überpersönliche und historisch gewachsene Strukturen der Gesellschaft. Somit erfasst der Begriff der Lebensform, wie Jägi das ganz treffend bezeichnet, sedimentierte menschliche Aktivität. Damit sind eben nicht primär individuelle Überzeugungen und Haltungen, eben ethische Fragen der Lebensführung gemeint, sondern ein gesamter Zeitgeist, herrschende Ideologien, allgemeine Vorstellungen, ein Common Sense der Zeit gemeint. Aber genauso auch Architektur, Mode, Kunst, vielleicht sogar Familienorganisationen, Rechtssysteme und Regierungsformen. Also der Begriff der Lebensform bei Rahel Jägi ist sozusagen noch wesentlich breiter, was das angeht. Lebensformen sind für Jägi, aber insbesondere auch Interpretationszusammenhänge bzw. Interpretationsschemata, sodass im Begriff der Lebensform auch immer die ganz spezifische Normativität einer konkreten Gesellschaftsordnung erfasst ist. Ich halte mich jetzt kurz mit dem Beispiel, sonst überziehe ich. Jägi argumentiert zum Beispiel, dass die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft an einer normativen Krisenhaftigkeit dieser bürgerlichen Gesellschaft ansetzen muss. Also das heißt, dass die Kritik der bürgerlichen Gesellschaft
die bürgerliche Gesellschaft an ihren eigenen, selbstgesetzten Normen misst und dabei einen notwendigen Widerspruch feststellt zwischen Norm und Wirklichkeit. Das ist dann natürlich eine Form immanenter Gesellschaftskritik. Ein Beispiel wäre eben das notwendige Umschlagen von bürgerlicher Freiheit und Gleichheit in Unfreiheit und Ungleichheit in der Produktionssphäre. So, die Lebensform umfasst damit jetzt auch die Begriffe, in denen wir uns verständigen. So prägt die bürgerliche Lebensform zum Beispiel einen Begriff von Freiheit, eben den bürgerlichen Begriff von Freiheit, der eine Befreiung oder eine systemtranszendierende Praxis oder Denkpraxis erschwert, weil, und vielleicht können mir da auch einige zustimmen, der marxistische Diskurs immer mit der Problematik konfrontiert ist, einen Begriff von Freiheit zu entwickeln, der sozusagen keine Idealisierung beinhaltet, aber sich auch gleichzeitig von diesem bürgerlichen, real wirklichen Begriff der Freiheit absetzt. Und auch hier klingt sozusagen erneut der von Resch und Steinert postulierte Klassenkampf von oben an, der in diesem Fall insbesondere auch sprachlich geführt wird. Wir können also mit Jägi ergänzen, dass nicht nur jede Produktionsweise mit einer bestimmten Arbeitsmoral und Sittlichkeit verbunden ist, sondern auch mit umfassenden Interpretations- und Denkschemata, sodass im Begriff der Lebensform immer auch die Dimension einer Verinnerlichung von Herrschaft reflektiert werden muss. Stichwort reflektiert. Steinert stellt in seinem Aufsatz Reflexivität zur Bestimmung des Gegenstandsbereichs der Sozialwissenschaften ganz richtig fest, dass es immer zwei Arten von Nachdenken gibt. Das eine ist ein Nachdenken über Gesellschaft unter dem Aspekt der Ordnung und dann gibt es ein Nachdenken unter dem Aspekt der Befreiung. Letzteres Nachdenken ist sozusagen auch die Methode von Steinert und Resch, nämlich kritische Reflexivität. Demgegenüber ist affirmative Reflexivität nach Steinert die Regulation durch permanentes Feedback und antizipiertes Feedback. Kritische Reflexivität ist aber immer genuin ideologiekritisch, weil sie sozusagen die Aspekte von Herrschaft analysiert, die in unseren Begriffen und Verständnissen oder in unserem Alltagsleben immer selbstverständlich mit enthalten sind. Philosophiehistorisch spielt Steinert hier natürlich an einen Wandel in der kritischen Theorie an, der sich sozusagen wegbewegt von der Analyse der materiellen Lebensbedingungen und stattdessen normative Ideale, wie zum Beispiel einen herrschaftsfreien Diskurs oder Gerechtigkeit, analysiert. 3 Minuten, gut, ich komme eh schon zu einem Ende. Worum es mir also geht, ist, dass hier auch der Begriff der immanenten Ideologiekritik, die sozusagen die Wirklichkeit als widersprüchliche begreift, ergänzend herangezogen werden. Mit der Unterscheidung von kritischer und affirmativer Reflexivität scheinen mir Steinert und Resch außerdem eine feine Differenzierung zwischen einer solchen Ideologiekritik und den Positionen von Diskursethik oder der sogenannten relativ jungen radikalen Demokratietheorie vorzunehmen. Letztere, also insbesondere die radikale Demokratietheorie im Ausgang von Huf und Laclau, würden sozusagen dieses permanente Feedback, die permanente Diskussion und Verhandlung, also den Dissens als solchen, schon unabhängig von einem konkreten Inhalt als emanzipatorisch betrachten und als sozusagen der Weisheit letzter Schluss. Gut, zusammenfassend. Den Kapitalismus in diesem umfassenden Sinn als Lebensform kritisieren, muss jetzt im Anschluss an diesen ganzen Begriff der Lebensweise auch umgekehrt heißen, dass eine Reflexivität als Lebensweise zu kultivieren wäre. So kann dann auch unsere alltägliche Praxis eine reflexive Deutung in Bezug auf die herrschaftliche Verfasstheit dieser Praxis eröffnen. Also das ist immer auch Selbstreflexion. Kurz gesagt, eine Lebensweise muss immer Ideologie und Formkritik ermöglichen. Oder zumindest ist das der Anspruch. Und damit deckt sich auch Jägis Bestimmung einer misslingenden Lebensform. Eine Lebensform misslingt nach Jägi nämlich immer genau dann, wenn sie an einem kollektiven praktischen Reflexionsdefizit beziehungsweise an einer Lernblockade leidet. Zusammengefasst eröffnet dann der Begriff der Lebensform oder eben der Lebensweise, letztlich ist es ja ganz egal, wie man das nennt, also den Blick auf die historische Wandlungsfähigkeit des Kapitalismus
betont auch die Mannigfaltigkeit der mit den kapitalistischen Produktionsweisen zusammenhängenden Herrschaftsverhältnisse und ist natürlich auch in der Reflexion von Alltäglichem immer auch Ideologiekritik. Ja, und überhaupt treffen sich, würde ich sagen, im Begriff der Lebensform sozialhistorische, sozialwissenschaftliche und sozialphilosophische Überlegungen. Und ich glaube, ich habe es jetzt genau in 20 Minuten geschafft und würde Schluss machen. Vielen Dank. Dankeschön, super. Und Entschuldigung für diese mehrfache Unterbrechung. Ich war mir nicht sicher, ob man sozusagen das hochgehaltene Zettelchen sieht oder ob ich eine unsichtbare Herrschaft bin. Und es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich da immer zur Einmahnung der Produktivität, also des Zeitmaßes dann sozusagen da bin, aber das ist nun mal meine Rolle. Insofern würde ich dann auch gern gleich, also es ist ein bisschen, glaube ich, das Thema bei den digitalen Präsentationen, dass natürlich vier hintereinander, die dann über 20 Minuten sind, glaube ich, dann doch zu viel sind. Deswegen würde ich gerne dann immer das ein bisschen in die Diskussion verschieben. Gleich das Wort übergeben an Gabriele Michalic. Bitte schön. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Ich werde im Anschluss an sozusagen die Frage nach der Lebensweise oder der Lebensform sozusagen einen spezifischen Aspekt diesbezüglich thematisieren, nämlich die Frage nach der Kulturindustrie und der und damit verbunden die Frage, wie lässt sich in dem Sinn überhaupt Herrschaft denken und wie lässt sich Reflexivität erringen? Das wären sozusagen die Leitmotive eigentlich meines Vortrages angesichts dieses umfassenden Apparats der Kulturindustrie einerseits und der Wirkungen, die diese entfaltet, so dass wir es mit einem Vergesellschaftungsmodus letztlich zu tun haben. Das heißt, wenn wir auf die Tradition politischen Denkens zurückblicken, dass die Fragen, die ich nun thematisieren werde, eigentlich ganz zentrale Fragen der politischen Theorie sind, die schon bei Hume beispielsweise gestellt werden, der 1741 schreibt, wie überraschend es doch sei aus philosophischer Sicht die Leichtigkeit, mit der die vielen von den wenigen regiert werden, zu beobachten. Und er schreibt weiter, it is only opinion that government is founded on. Also es geht um diese Frage eben der Meinung, also Opinion ist ein bisschen mehr als Meinung, aber der Meinung, der Denkweise letztlich. Und wenn wir es mit Marx sozusagen betrachten wollen oder bei Marx verankern wollen, dann geht es natürlich um die Frage der ideologischen Formen. Also dessen, worin sich die Menschen bewusst werden und eben auch letztlich den Klassenkampf ausfechten. Und Steinert schreibt dazu 1998, und es geht in erster Linie, nicht nur, aber in erster Linie eigentlich um dieses Buch zur Kulturindustrie, das 1998 erschienen ist. Und Steinert schreibt hier also, im Gegensatz zu dem, was Marx vielleicht zu optimistisch gehofft hat, dass sich nämlich mit der Entwicklung der Produktivkräfte also auch sozusagen die Befreiungschancen entfalten, dass Adorno und Horkheimer mit der Kulturindustrie letztlich eben aufzeigen, dass sich nicht nur die Befreiungsmittel, sondern eben auch die Herrschaftsmittel entfalten. Und dass die Kulturindustrie ein zentrales Mittel dieser Herrschaft ist, indem sie eben das Widerstandspotenzial letztlich ausschaltet oder gering hält. Es ist klar, dass sich Steinert mit der Kulturindustrie auf ein wesentliches Element der kritischen Theorie bezieht. Er grenzt auch sehr klar das Textkorpus ab, auf das er sich bezieht.
Dabei sieht man letztlich, dass eigentlich sowohl bei Adorno wie auch bei Horkheimer in ihrer ganzen geistigen Entwicklung Kulturindustrie, wenn auch in der Frühzeit noch nicht unter diesem Namen, eine Rolle spielt. Also Steinert greift auf Publikationen von 1920 bis 1970 letztlich zurück. Ein wesentliches Kernstück dabei ist die Dialektik der Aufklärung und eben dieses berühmte Kapitel Kulturindustrie, Aufklärung als Massenbetrug, 1944 erschienen. Und dieses Kulturindustrie-Kapitel ist ja so etwas wie eine Illustration, ein Beispiel für die Dialektik der Aufklärung, das zeigen soll, wie die rationale Entzauberung der Welt letztlich wieder in Zauber umschlägt. Steinert hält auch fest, dass die Kulturindustrie ja primär meist Adorno zugeordnet wird, aber tatsächlich sich zwei Stränge in der kritischen Theorie zeigen. Einerseits bei Adorno quasi die Frage nach der Ästhetik, also nach Unterhaltung, Kunst, Amüsement. Aber bei Horkheimer eine ebenso bedeutende Form sozusagen der Weiterführung oder auf Weiterentwicklung der kulturindustriellen Grundgedanken, nämlich dass kulturindustrielle Politik letztlich dominiert, also dass politische Öffentlichkeit durch die Kulturindustrie zerstört wird. Also Horkheimer die Frage der Kulturindustrie auf die Politik bezieht. Und Steinert äußert sich auch sehr klar und sehr, sehr ausführlich im Übrigen über seine Methode, was eben die, sagen wir, Rekonstruktion der Kulturindustrie betrifft. Er spricht vom Nachkomponieren und Kontextualisieren. Also es geht darum, Ungesagtes, stillschweigende Voraussetzungen zu beleuchten und letztlich von Adorno zu lernen, indem einerseits Reflexivität gegenüber der eigenen Situation und ihren Unterschieden zu Adornos Situation bewahrt wird, wie er schreibt. Also auch hier sozusagen die Frage eben nach Reflexivität ganz zentral für, sagen wir, die Herangehensweise. Was heißt nun Kulturindustrie? Klar ist, dass jede Herrschaftsform in dem Sinn, aber eben auch die kapitalistische, permanente Reproduktion und Absicherung braucht. Es geht also nicht nur um ein Durchsetzen, sondern also ökonomisch oder politisch durchsetzen, sondern eben auch um kulturelle Verankerung. Und das ist das, was die Kulturindustrie leistet. Sie ist also zentrale Vergesellschaftungsform im fordistischen und vor allem im neoliberalen Kapitalismus. Aber es ist klar, vor Massenproduktion und Massenkonsum braucht es in dem Sinn die Kulturindustrie in der Form nicht. Und erst in diesem Zusammenhang, also sagen wir ab den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts entfaltet sie sich mehr und mehr. Und es geht dabei darum, eben die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse zu reproduzieren und zu stabilisieren. Und das, indem eben die kulturindustrielle Wahnförmigkeit und Verwaltungsförmigkeit zum Tragen kommt. Also durch die Wahnförmigkeit und Verwaltungsförmigkeit der Kulturindustrie wird gesellschaftliche Herrschaft reproduziert, weil wir als Arbeitskräfte und als Konsumentinnen und Konsumenten in dem Sinn immer wieder reproduziert werden. Unsere Wahnförmigkeit und unsere Verwaltungsförmigkeit in dem Sinn gesichert wird. Steinert schließt alle Bereiche der intellektuellen Produktion hier ein,
Also es geht hier auch um Wissenschaft, auch um Kunst. Kunst ist eben nicht mehr entgegengesetzt, sondern Kunst gehört dazu, ist Teil der Kulturindustrie. Und die gebildete Klasse spielt eine Schlüsselrolle in der Gestaltung der Kulturindustrie. Also das ist ein wichtiger Topos bei Steinert, der eigentlich vor allem auch in späteren Aufsätzen, also nach diesem Band zur Kulturindustrie als 1998, immer wieder kommt. Also die Frage, wie sich die gebildete Klasse in dem Sinn verhält, welche Widersprüche sie aufweist, etc. Ein zentrales oder vielleicht das zentrale Charakteristikum der Kulturindustrie ist für Steinert nicht, dass sie manipuliert, nicht, dass sie Wirklichkeit verfälscht, sondern dass sie Wirklichkeit ersetzt und entzieht. Und sie tut das, indem sie Erfahrung blockiert. Er schreibt eben, Kulturindustrie bedeutet letztlich Erfahrung nicht mit der Sache zu machen, sondern eben nur diese Erfahrung mit der Kulturindustrie. Also es geht in dem Sinn um eine Substitution letztlich von Wirklichkeit oder eine spezifische Formierung von Wirklichkeit. Es geht also nicht um Wirklichkeitsverfälschung. Was den Horizont der Kulturindustrie betrifft und die Frage, wie er Adorno-Horkheimer rezipiert, möchte ich hier nur einige ganz wenige Aspekte aufgreifen. Also ganz grundlegend geht es um die Denkweise, um Wissenschaft, um instrumentelle Vernunft in dem Zusammenhang, instrumentelle Vernunft, die eben auf der abstrakten, begrifflichen Fassung und Einordnung letztlich beruht. Daher lässt sich in dem Sinn hier auch keine sozusagen grundlegende Befreiung denken. Begriffliches Denken ist in dem Sinn eben immer instrumentelles. Und spezifisch heißt das eben mit Blick auf die Wissenschaft eben auch er nennt es eben positivistische Haltung. Was nichts anderes bedeutet als die Fixierung auf empirische Realität, letztlich die Untersuchung anderer möglicher Realitäten verunmöglicht. Und am Ende heißt, dass wir durch die reale Herrschaft selbst noch in den Denkmöglichkeiten überwältigt werden. Also das ist sozusagen das breiteste Verständnis quasi von Kulturindustrie, dass die gesamte Denkweise, die gesamte Wahrnehmungsweise letztlich kulturindustriell erzeugt wird, dass wir eben die Warenförmigkeit und die Verwaltungsförmigkeit im Denken überall präsent haben. Steinert geht sehr wohl auch spezifischer auf Werbung ein, auf eben die Frage der Rezeption und der Manipulation, der Anpassungszwänge. Er sagt, in der Kulturindustrie lernen wir die Fassade kennen, die wir hochhalten müssen, um nicht ausgeschlossen zu werden. Also Anpassung hat immer etwas mit der Angst vor Sanktion zu tun, ist immer in dem Sinn auch Zwang. Heißt aber gleichzeitig, dass die KonsumentInnen keine passiven und bewusstlosen Opfer sind, sondern sehr wohl in gewisser Weise jedenfalls Bescheid wissen, aber nicht die Möglichkeit haben,
diese Einsicht entsprechend zu handeln. Und er thematisiert eben auch diesen, sagen wir, horkheimischen Strang der Verbindung von Kultur, Industrie und Politik unter dem Titel struktureller Populismus. Ich möchte das kurz ansprechen, weil mir das wirklich sehr, sehr grundlegend erscheint, gerade auch im Hinblick auf gegenwärtige Entwicklungen. Er sagt nämlich, für die unteren Klassen bedeutet bürgerliche Freiheit immer Herrschaft. Daher müssten sie aus egoistischem Interesse natürlich gegen diese Herrschaft auftreten. Aber es geht eben in der, sagen wir, Demokratie unserer Prägung nicht darum, Politik nach Interessen zu organisieren. Darum ist es nie gegangen. Sondern es geht darum, das genau zu verhindern. Und das heißt, dass Politik letztlich immer demagogisch und moralistisch sein wird. Und das ist eigentlich das Kernelement von Populismus. Im Populismus drückt sich in dem Sinn nur eine Form der Elitenkonkurrenz aus, in der eben mobilisierbare Massen als Rambock eingesetzt werden, wie er schreibt. Und dieses Prinzip wird in der, sozusagen in der kulturindustriellen Rahmung dann noch einmal deutlich, dass Politik letztlich Schauspiel bedeutet, dass es letztlich Darstellung bedeutet, dass PolitikerInnen zu SchauspielerInnen mutieren und ähnliches und damit eben auch die zentrale Bedeutung der Medien verbunden ist. Soweit nur einige zentrale Aspekte der Dialektik der Aufklärung bzw. der Kulturindustrie, wie sie Steinert aufnimmt. Wobei er auch von erweiterter Kulturindustrie spricht, vor allem in den späteren Aufsätzen, weil er eben sich darüber klar ist, dass die wirtschaftliche Bedeutung der Kulturindustrie gegenüber den 1940er, 50er, 60er Jahren enorm zugenommen hat, weil aus seiner Sicht jedenfalls die Kenntnis der Mechanismen der Kulturindustrie breit vorhanden ist. Und was er hier sozusagen auch betont, ist quasi noch einmal eine Zuspitzung letztlich, die er als permanente Verfügung über Individuen bezeichnet, die eben auf Selbstinstrumentalisierung ausgerichtet werden sollen. Das gilt, wenn man so will, auch für die klassische Kulturindustrie der kritischen Theorie, aber kriegt im neoliberalen Kontext noch einmal zusätzlichen Drive. Also diese Selbstdefinition in Kategorien von Verwertbarkeit. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann droht der Ausschluss, dass das, sagen wir, besonders im neoliberalen Zusammenhang hervortritt. Die Forderung an die Intellektuellen, die Forderung letztlich an uns, an die Wissenschaft, an die Sozialwissenschaft, ist die, wie wir ja schon gehört haben mehrfach, die nach Reflexivität. Und die Frage ist aber, und das scheint mir wirklich zentral, wie gewinnt man Reflexivität? Wie kann man in dem Sinn überhaupt in diesem kulturindustriellen Rahmen, in dem wir sozialisiert sind, wie kann man in dem Sinn überhaupt zur Reflexivität kommen? Ich denke nicht, dass das nur eine Frage des Nachdenkens ist. Ich meine, für Steinert ist klar, Reflexivität heißt das Mitdenken von Herrschaft in allen Denkanstrengungen. Also es ist für ihn eigentlich relativ einfach, nämlich eine Frage der Anstrengung. Er betont das auch. Der Widerstand gegen Kulturindustrie, die, sagen wir, das Erringen von Reflexivität, von Kritik,
das ist keine Frage von Heroismus, sondern das braucht einfach nur Anstrengung. Und Kritik beginnt eben mit der reflexiven Untersuchung unserer Denkinstrumente, mit Begriffen, Reflexion von Begriffen, Theorien und Methoden. Sie ist also Selbstkritik. Selbstkritik der Intellektuellen, Selbstkritik der Wissenschaft. Und es ist auch Analyse der Produkte, sagen wir, der Kulturindustrie. Aber sie ist zunächst einmal eben die Untersuchung der eigenen Denkinstrumente. Und das ist besonders schwierig in der Sozialwissenschaft aus seiner Sicht, weil die ja unter dem besonderen Problem mangelnder Verkäuflichkeit leidet. Und daher tendiert sie aus seiner Sicht ganz besonders zum Anpasslerischen, zur Anpassung. Soweit Steinert. Ich möchte dazu kurz eigentlich, sagen wir, zwei Defizite oder zwei große Lücken bei Steinert ansprechen und quasi noch zwei Fragen formulieren. Einerseits, Karl hat es kurz erwähnt, spricht Steinert ja vom Patriarchat auch als Herrschaftsform, aber thematisiert in diesem ganzen kulturindustriellen Kontext Geschlechterverhältnisse überhaupt nicht. Und ich denke, das geht nicht. Ich meine, er schreibt dieses dicke Buch, bringt eine Unzahl auch von Beispielen der Analyse kulturindustrieller Produkte, aber kein einziges berührt ihn direkt Geschlechterverhältnisse. Indirekt natürlich alle, aber er thematisiert das gar nicht. Das ist einmal das eine. Ich möchte es nur festhalten. Das andere ist, dass er aus meiner Sicht einen sehr, sehr rationalistischen Zugang zu Reflexivität hat. Weil ich denke, so einfach ist die Sache nicht. Unser Denken ist ja nicht unabhängig von unserer psychischen Struktur. Und die Seite der kritischen Theorie, die ja auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, die nämlich mit der Psychoanalyse verknüpft ist, die vernachlässigt er völlig. Und daher ist meine quasi Hoffnung, was Reflexivität betrifft, nicht so wahnsinnig groß, weil natürlich die Kulturindustrie die Psyche formt, weil sie in die Triebstruktur quasi hineingreift. Und daher ist das Ringen um Reflexivität meines Erachtens eben nicht nur eine Frage der Anstrengung. Also sicher auch, aber nicht nur eben, sagen wir, eine, die sich auf die rationale Ebene beschränken kann. Und das, zumal wir ja in einer Bildkultur zunehmend leben, die ja Emotionen produziert, die auf die Lenkung von Affekten abzielt, die direkt ins Unbewusste geht. Also ich frage mich, was heißt Reflexivität in diesem Zusammenhang? Und die zweite Frage, die ich hier anschließen möchte, ist eng damit verbunden letztlich. Was heißt nämlich Kulturindustrie angesichts des Internet und Social Media? Steinert hat eben dieses Buch 1998 veröffentlicht und geht auch in seinen späteren Aufsätzen und auch in der Überarbeitung von 2008 nicht näher auf das Internet ein. Also es wird, soweit ich gesehen habe, ein einziges Mal erwähnt. Aber ich denke, dass das eine grobe Unterschätzung ist. Natürlich sind wir jetzt noch einmal, sagen wir, 10, 12 Jahre später. Aber die Art und Weise, wie sich Social Media entwickelt haben, und zeigt natürlich auch, wie die Kulturindustrie letztlich das Private, das oder das sogenannte Private formt, wie eben
die Inszenierung von Privatheit, jetzt etwa über Instagram oder auch über Facebook oder ähnliches, diese Art von Selbstinszenierung, dass hier eben die Kulturindustrie noch einmal weitergeführt wird und dass gleichzeitig eben ein enormer Beziehungsverlust aus meiner Sicht eintritt. Also die digitale Freundschaft oder der Follower oder die Follower ersetzen sozusagen reale Beziehungen. Und das heißt natürlich auch, dass mit Adorno könnte man das, die Kälte sozusagen in der Gesellschaft massiv zunimmt. Oder mit Durkheim gedacht, die Anomie, der Beziehungsverlust, das Aufbrechen sozusagen des Beziehungsgeflechts. Und das Ich bin in einer Minute fertig. Und dass das sozusagen ganz wesentliche Grundlagen natürlich auch für Autoritarismus sind und mit sozusagen Social Media und Internet natürlich auch die Fragmentierung von Öffentlichkeit einhergeht. Also sozusagen diese kulturindustrielle Entwicklung im Netz mit der Digitalisierung in hohem Maße, und das wäre quasi eine abschließende These für die Diskussion, Autoritarismus befördert. Danke und entschuldigt meine Länge. Vielen Dank dafür. Ich wollte es auch deswegen sozusagen an dieser Stelle da ein bisschen hineingrätschen, Entschuldigung, wenn das jetzt ein schlechter Begriff ist, weil das eben ja auch ein bisschen das Thema des letzten Vortrags ist. Ich glaube, das leitet ja sehr schön über dann eben diese Frage, wie sich Kulturindustrie im digitalen Zeitalter verändert. Insofern darf ich das Wort gleich Meropiz Anetakis übergeben. Bitte schön. Herzlichen Dank. Ich werde als allererstes meine PowerPoint-Präsentation mit Ihnen teilen und bitte Sie um eine kurze Rückmeldung, ob Sie die erste Folie sehen können. Ja. Super, wunderbar. Vielen Dank für die Einladung, in diesem Panel zu Steinerts Kapitalismusverständnis reden zu dürfen. Und danke auch an Gabriele Michalitsch für die Überleitung. Das war wundervoll. Es geht in meinem Beitrag um die Digitalisierung. Der Beitrag knüpft an zentrale Begriffe im Denken von Heinz Steinert an und führt diese fort, denn, so würde ich behaupten, die neoliberale Produktionsweise ist um eine Facette reicher geworden. In einer nie dagewesenen Dimension werden mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien Daten generiert, gesammelt, analysiert, die die Beziehungen von Gesellschaft, Ökonomie und Staat verändern. Daten gelten als neues Erdöl. Das war mal ein Marketing-Spruch, aber ich möchte das hier durchaus aus einer kritischen Perspektive verstanden wissen. Also der Unterschied zwischen Daten und Erdöl besteht wahrscheinlich unter anderem darin, dass Daten nicht knapp sind. Also es gibt keine Knappheit von Daten. Vielmehr sind sie eine nicht endliche Ressource, die bereitstehen, ausgebeutet zu werden. In meinem Beitrag möchte ich argumentieren, dass die Dialektik aus effizienten Marktstrukturen und schadensminimierenden Praktiken auf digitalen Plattformen zur Drogendistribution ihren Ursprung in einer neuen Spielart kapitalistischer Produktionsweisen haben, nämlich den Informationskapitalismus. Dazu werde ich zuerst ausführen, was ich unter dem Begriff Informationskapitalismus verstehe, dann den Begriff der Kryptomärkte, also der digitalen Plattformen für den Drogenhandel erklären, um dann auf zwei Entwicklungen auf diesen Kryptomärkten einzugehen, nämlich einerseits die effizienten Marktstrukturen und andererseits den Aspekt der Schadensminimierung. Und abschließend möchte ich erläutern, was diese neue Dialektik der Selbstausbeutung eigentlich ausmacht. Der Informationskapitalismus ist, wie auch schon erwähnt, eine Spielart des Kapitalismus, in der persönliche, private Daten als Rohstoff im 21. Jahrhundert gelten. Kurzum, der Informationskapitalismus ist eine neue Akkumulationslogik. Daten werden gesammelt und gewinnbringend verwertet. War die Machtfrage im Industriekapitalismus an den Besitz von Produktionsmitteln verknüpft, so stellt sich die Frage nach den Herrschaftsverhältnissen im Zusammenhang
also nunmehr im Zusammenhang mit dem Besitz an Mittel zur Verhaltensmodifikation. Und diese Mittel sind eben die Daten. Der Informationskapitalismus ist somit eine neue Form, stellt eine neue Form des Marktes dar, deren Machtstrukturen und Gesellschaft und Geschäftsmodelle auf der grenzenlosen Produktion und ökonomischen Verwertbarkeit von großen Datenmengen basieren, also Big Data. Bedingt durch die sogenannten Fortschritte bei den Informations- und Kommunikationstechnologien geht der Informationskapitalismus mit einem fundamentalen sozialen, ökonomischen und politischen Veränderungen einher. Zum Beispiel arbeiten auf Social-Media-Plattformen Milliarden von Menschen kostenlos, ohne Bezahlung. Der Informationskapitalismus führt auch dazu, dass Gig-Workers auf Abruf bereitstehen, um online bestelltes Essen zuzustellen. Oder auch das Outsourcing in Niedriglohnstaaten. Gleichzeitig fallen aber die ZwischenhändlerInnen weg und die Rechenschaftspflicht für Führungsspitzen sinkt. Immer dann, wenn wir im Internet kommunizieren, Gedanken und Alltagserfahrungen austauschen, werden Informationen gesammelt, in Daten verwandelt, analysiert, verkauft, nochmal analysiert und wird weiterverkauft. Aus dieser Allgegenwärtigkeit, weil das Regime sehr gut vernetzt ist, gibt es kaum ein Entrinnen. Kein Entrinnen gibt es auch, weil die digitalen Plattformen für viele Menschen zu einem wichtigen Bestandteil ihres sozialen Lebens geworden sind. Somit dienen ganze Bevölkerungsgruppen als Zielgruppen für diese neuen Daten. Daten werden instrumentalisiert und gewinnbringend verwertet. Als nächstes möchte ich gerne den Begriff der Kryptomärkte vorstellen und darauf eingehen, was ich darunter verstehe. Also Kryptomärkte sind digitale Plattformen, wo einerseits Anonymisierungssoftware und andererseits virtuelle Währungen wie Bitcoin zusammengebracht werden, damit zwei Gruppen miteinander interagieren können. Das sind die HändlerInnen, also DrogenhändlerInnen in dem Fall, und Konsumierende. Und die wichtig ist, digitalen Plattformen werden betrieben von Administratoren, BetreiberInnen. Dadurch können die online bestellten illegalen Drogen, aber auch andere Waren und Dienstleistungen per Postdienstleister ohne deren Wissen an eine bestimmte Adresse zugestellt werden. Diese Kryptomärkte haben sich im Laufe der letzten 9 Jahre zu einem relativ florierenden Geschäftszweig entwickelt mit mehrere hunderte Millionen Euro Umsatz im Jahr. Allerdings stellen sie immer noch einen Bruchteil im Vergleich zum traditionellen, also zum gesamten illegalen Drogenmarkt dar. Und sie basieren ähnlich wie legale E-Commerce-Plattformen, also denken Sie an Uber, Airbnb, Amazon, basieren sie auf Bewertungssysteme, auf Ranglisten, auf ansprechendem Design. Mit dem Voranschreiten von diesen Internettechnologien wird eine ganze Bandbreite an illegalen Drogen, illegalisierten Drogen, jenseits von Ort und Zeit, aber primär im globalen Norden verfügbar gemacht. Ganz kurz, diese Kryptomärkte, die befinden sich im Darknet, und das Darknet ist an und für sich ein versteckter Ort im Internet, der erst zugänglich gemacht werden kann, wenn man spezielle Software verwendet, spezielle Anonymisierungssoftware. Obwohl anders suggeriert, handelt es sich nicht per se um einen verbotenen Ort, also die Inhalte sind nicht per se verboten, aber er wird gleichzeitig, dieser Raum, dieser sehr umkämpfte Raum, wird gleichzeitig genutzt für den Drogenhandel, für die Distribution von Pädophilie, Aktivistinnen, WhistleblowerInnen, denken Sie an Edward Snowden zum Beispiel und Dissidentinnen. Genau, also das Darknet ist einfach ein Ort im Internet, der schwer aufzufinden ist. Und hier ein Screenshot von der ersten Plattform im Darknet für Drogenhandel. Sie sehen hier, mit welcher Bitcoin-Betrag, welche Drogenarten, welcher Menge erworben werden kann. Dieser Marktplatz ist dann vom FBI geschlossen worden und hatte sowas wie eine Monopolstellung inne. Und seitdem haben wir eine Vielzahl von Kryptomärkten, aber immer noch eine Oligopole-Entwicklung, wo einige wenige
Kryptomärkte den Markt sozusagen beherrschen, unabhängig davon, welcher Plattform gerade geschlossen wird von der Polizei oder auch nicht. Die Prozesse sind immer ähnliche. Ich möchte gerne auf zwei Entwicklungen eingehen auf Kryptomärkte. Einerseits die strukturelle Effizienz und andererseits den Nutzen von Kryptomärkten für den Ansatz der Schadensminimierung. Beide Entwicklungen haben relativ viel öffentliche Aufmerksamkeit nach sich gezogen und auch Forschungsinteresse geweckt. Allerdings möchte ich sie unter einem anderen Fokus betrachten. Traditionelle Drogenmärkte gelten als strukturell ineffizient, und zwar insofern, als dass die HändlerInnen und Konsumierende immer Angst haben müssen, von der Polizei entdeckt zu werden, verhaftet zu werden. Es gibt kaum, Verträge sind nicht einklagbar, es gibt keine Absicherung für abgeschlossene Vereinbarungen und, das ist auch noch wichtig, es gibt einen Mangel an verlässlichen Informationen, was die Qualität der Drogen betrifft. Genauso wenig sind die GeschäftspartnerInnen, also die HändlerInnen sozusagen, kann man sicherstellen, dass die vertrauenswürdig sind. Die Kryptomärkte lösen diese alten Probleme auf Drogenmärkten auf eine neue Art und Weise, indem sie zum einen informelle institutionelle Standardisierungen hervorgebracht haben, zum Beispiel funktioniert, also ist jede Plattform nach einer selben Logik, werden die Produkte angeordnet, das ermöglicht es den NutzerInnen, dass sie unabhängig von der Plattform oder relativ schnell sich auf neuen Plattformen zurechtfinden. Genau. Das heißt, ein Wechsel von der einen zur anderen Plattform, auch dann, wenn die von der Polizei geschlossen wird, ist relativ leicht möglich. Ein weiterer Aspekt ist, dass sich auf diesen Kryptomärkten Wettbewerb herausbilden konnte. Also Wettbewerb zwischen den Plattformen selber, aber auch zwischen den Handelnden auf den Plattformen. Das hat es in dieser Form und in dieser Dimension auf traditionellen Drogenmärkten nicht gegeben. Und ein dritter Aspekt ist, dass das Bewertungssystem in einem anonymen Raum, in einem Umfeld, wo der eine den anderen nicht kennt, sozusagen als Substitut dienen, um Vertrauen zu schaffen. Vertrauen durch Bewertungen, die man lesen kann. Ähnlich wie legale E-Commerce-Plattformen, ähnlich wie sie es vielleicht auf Amazon oder anderen Plattformen oder Airbnb gemacht haben oder kennen. Das bedeutet, diese drei Entwicklungen, also informelle, institutionelle Standardisierungen, das Bewertungssystem und Wettbewerb, sind die Voraussetzung dafür, dass sich effiziente Marktstrukturen herausbilden können und das ist das Wichtigste, neue Profitmöglichkeiten dadurch eröffnet werden. Als zweite Entwicklung möchte ich auf das Potenzial von Kryptomärkten für Schadensminimierung eingehen. Schadensminimierung ist ein Ansatz, der umfasst unterschiedliche Methoden, Praktiken, Programme mit dem Ziel, die gesundheitlichen Folgeschäden infolge von legaler und illegaler Drogeneinnahme zu minimieren. Der Fokus von Harm Reduction Interventionen steht also in erster Linie nicht darauf, den Konsum von illegalisierten Drogen zu verhindern, sondern mögliche gesundheitliche und soziale Probleme durch die Drogeneinnahme selbst zu reduzieren. Konkrete Maßnahmen sind zum Beispiel Spritzenaustauschprogramme, Substitutionsprogramme, Impfkampagnen, Injektionsräume etc. Es gibt unter den ForscherInnen auf Kryptomärkten sowas wie einen Konsens, dass diese Kryptomärkte eben einen schadensminimierenden Aspekt haben. Durch drei Aspekte. Das eine ist, auf diesen Kryptomärkten sind Drogen mit einer relativ höheren Qualität verfügbar und einem geringeren Risiko der Verunreinigung. Das ist nicht unwesentlich. Der zweite Aspekt ist, dass auf Kryptomärkten weniger Gewalterfahrungen gemacht werden im Vergleich zu traditionellen Drogenerwerb. Und drittens, eine Peer-to-Peer-Informationsweitergabe möglich ist. Das ist besonders dann wichtig, wenn es darum geht, die Potenz, also die Stärke und die Zusammensetzung der Drogen einzuschätzen, bevor man sie konsumiert. Und
man ist in dieser Peer-to-Peer-Informationsweitergabe nicht auf eine Drogenberatungsstelle angewiesen, wo sozusagen das Wissen von oben top-down weitergegeben wird. Und hier interessanterweise ein Kollege, James Martin, hat vorgeschlagen, dass Kryptomärkte zu einer Art von Gentrifizierung der Drogenmärkte führen, indem die systematische Gewalt und grundsätzlich potenzielle Gewaltnormen ersetzt werden durch eine Serviceorientierung und eine wettbewerbsbasierte Beziehung zwischen Handelnden und Konsumierenden. Das allerdings unkritisch. Ich habe bisher erläutert, dass Kryptomärkte strukturell effizienter betrieben werden und eine wichtige Bedeutung für die Schadensminimierung haben. Gleichzeitig argumentiere ich aber, dass Kryptomärkte und Informationskapitalismus zusammen gedacht werden müssen. Und dieses Unterfangen ist sinnvoll, weil wir dadurch besser antizipieren können, in welche Richtung sich digitale Plattformen für den Drogenhandel entwickeln werden können. Um diesen Zusammenhang zwischen Informationskapitalismus und Kryptomärkten herauszuarbeiten, möchte ich veranschaulichen, wie Informationskapitalismus funktioniert und dann fragen, was diese neue Dialektik der Selbstausbeutung ausmacht. Wie funktioniert also Informationskapitalismus? Die meisten von uns machen personenbezogene Informationen im Internet verfügbar, zum Beispiel indem gängige Suchmaschinen verwendet werden, indem auf Social Media etwas gepostet wird, indem Essen online bestellt wird oder auch, wie wir alle hier, ein Videokonferenztool genutzt wird. Dabei werden zunächst relativ harmlos anmutende Daten über uns preisgegeben. Die Internetunternehmen und digitalen Plattformen sammeln diese Daten, führen sie mit anderen Datensätzen zusammen, analysieren sie, verwerten sie und verkaufen sie. Die Verhaltensweisen werden erneut analysiert und oftmals nochmal weiterverkauft. Bei diesem Prozess kommt es nicht darauf an, welche Daten produziert werden. Wichtig ist einfach nur, dass ständig neue Daten gesammelt werden können. Wodurch sich sozusagen auch der Prognosewert der Analysen erhöht und neue Absatzchancen entstehen. Shoshana Zuboff setzt ja noch einmal etwas drauf und argumentiert, dass die Daten genutzt werden, um menschliches Verhalten nicht nur zu analysieren, sondern auch vorherzusagen und zu modifizieren. Und das mit dem Ziel, dass diese Daten möglichst gewinnbringend veräußert werden können. Und Zuboff nennt diese Ausprägung den Überwachungskapitalismus. Also da gibt es durchaus Ähnlichkeiten zwischen Überwachungs- und Informationskapitalismus. Beispielsweise trifft es auf Vorhersagen im Bereich von Crime-Hotspots, also Kriminalitätszentren, zu terroristische Bedrohungslagen und Predictive Policing. All diesen Entwicklungen ist gemein, dass es sogenannte künstliche Intelligenz Muster erkennen können in großen Datenmengen und menschliches Verhalten dadurch vorausgesagt werden können, damit, und das ist essentiell, gewinnbringende Resultate erzielt werden können. Das reicht von Predictive Policing als Geschäftsmodell einer Polizeiarbeit, die jedoch auf diskriminierenden Annahmen beruht, bis zur Wahlentscheidungen, zum Beispiel der Wahlkampf von Trump und Cambridge Analytica oder auch Kaufentscheidungen, die mit diesen Daten, Nudging ist der Fachbegriff, das bedeutet Kaufentscheidungen, die provoziert werden sollen oder ermutigt werden sollen. Zusammengefasst tragen viele von uns durch das Posten und Teilen von Likes, Tweets, Texts, Videos, Suchanfragen zum Informationskapitalismus bei, jedoch mit weitreichenden politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen Konsequenzen. Was macht die neue Dialektik der Selbstausbeutung aus? Nachdem ich ausgeführt habe, wie Informationskapitalismus funktioniert, möchte ich gerne auf die Beziehung zwischen Informationskapitalismus und Kryptomärkte eingehen. Ich argumentiere, dass die Dialektik aus effizienten Marktstrukturen einerseits und schadensminimierenden Praktiken auf Kryptomärkten andererseits ihren Ursprung im Informationskapitalismus haben. Einige grundlegende Merkmale von Kryptomärkten sind effizientere Wettbewerbsstrukturen, die Art und Weise, wie Kundinnen einen recht niederschwelligen Zugang zu Informationen haben, zu unterschiedlichen Drogenarten, Drogenpreisen, Versandländer, Qualitäten, Reinheitsgraden und Mengen etc. Mehr noch, Plattformbetreiber, Innen und Handelnde
haben genauso Zugang zu diesen Informationen über Kaufgewohnheiten, bevorzugte HändlerInnen, Drogenarten, Bestellhäufigkeiten, Bestellmengen, Bestellzeiten, Zustellländer etc. Indem diese Daten gesammelt, verknüpft und ausgewertet werden, können Rückschlüsse auf das VerbraucherInnenverhalten gezogen werden und das Kaufverhalten vorhergesagt werden. Auf diese Art und Weise finden wir im Darknet ähnliche bzw. gleiche Mechanismen und Methoden vor wie im uns allen bekannten Teil des Internets, dem Surface Web. Und hier kann Kritik an den Herrschaftsverhältnissen einsetzen und das möchte ich anhand von 5 Mechanismen, ich schaue kurz auf die Zeit. Wie bin ich mit der Zeit? Ja, so ungefähr 3 Minuten noch oder so wäre super. Mhm. Okay, ich versuche das kurz zu fassen. Die erste, also die Akteursgruppe BetreiberInnen von Plattformen, von Kryptomärkten und Handelnde betrifft die Dienstleistungsorientierung. Also diese Serviceorientierung auf Kryptomärkten ist, wie schon auf legalen E-Commerce-Plattformen, sehr, sehr weit verbreitet. Und das eigentlich seit Beginn an des Phänomens 2011. Ohne Serviceorientierung gibt es keine Digitalisierung. Anfragen, was bedeutet das? Anfragen werden freundlich, höflich zuvorkommen, beantwortet und Bestellungen werden rasch aufgegeben. Der Grundsatz lautet immer, die Kundin ist Königin. Der zweite Mechanismus ist das Bewertungssystem. Das betrifft primär die BetreiberInnen. Ähnlich wie bei legalen Plattformen werden auch auf illegalen digitalen Online-Plattformen Bewertungssysteme, diese durch Bewertungssysteme geprägt. Das Prinzip ist einfach, die Kundinnen bewerten die HändlerInnen und ihre Produkte mit einer Zahl, meistens zwischen 1 und 5 und meistens werden noch 5 von 5 möglichen Sternchen vergeben, plus eine kurze schriftliche Rückmeldung auf den Plattformen. Und das ist wiederum, diese Bewertung ist wiederum das Kriterium für interessierte andere Kundinnen, um die Vertrauenswürdigkeit von HändlerInnen einzuschätzen. Und jetzt wechsle ich und ich lasse mal die anderen 2 Aspekte, nämlich die Bequemlichkeit einer Online-Bestellung und Produktdifferenzierung mit dem Ziel, neue Profitmöglichkeiten zu eröffnen, aus und springe zum letzten, nämlich den ProsumentInnen, weil ich denke, dass das ein wichtiger Mechanismus ist dieser Dialektik. Und zwar sind Kundinnen auf Kryptomärkten werden zu Prosumentinnen, sie konsumieren und arbeiten gleichzeitig, ohne dafür bezahlt zu werden. Das entspricht einem größeren Trend, wonach Konsumierende generell im Internet, aber auch in der traditionellen Welt, Konsumierende zur Arbeit eingeteilt werden. Denken Sie zum Beispiel, also diesen Aspekt habe ich bei Ritzer gefunden und der führt sein Werk ist über die McDonaldisierung der Gesellschaft. Der führt zum Beispiel das an, dass Kundinnen in McDonalds-Filialen sich das Essen selbst servieren müssen und dann die Abfälle auch selbstständig in Mistkübel räumen dürfen. Auch das Internet selber ist auch geprägt davon, dass Inhalte gemeinschaftlich produziert werden und das kommt diesem Trend natürlich sehr entgegen. So, soziale Medien funktionieren auch nach dieser Logik. UserInnen setzen ihre Profile eigenständig auf, füllen sie mit Inhalten, Texten, Videos, Fotos etc. und interagieren miteinander. Auf Kryptomärkten schreiben Kundinnen Bewertungen und interagieren miteinander auf Foren, ohne dafür bezahlt zu werden. Und darin zeigt sich auch die Ausbeutung auf Kryptomärkten. Zusammengefasst möchte ich gerne festhalten, dass die Veränderungen im Gesamtbild einen Einfluss auf das haben, was im kleinen, verborgenen zunächst gut funktioniert. Ich habe versucht, am Beispiel der Kryptomärkte darzustellen, deren Entstehung und Verbreitung mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen wie dem Informationskapitalismus zusammenhängen. Insofern verstehe ich Kryptomärkte als einen kleinen Bestandteil und Resultat einer größeren Entwicklung, nämlich den Informationskapitalismus. Wenn Drogen also noch keine Ware waren, dann sind sie es mit dem Phänomen der digitalen Plattformen auf jeden Fall geworden. Und abschließend und zurückführend zu Steinert, wie schaut es mit den Herrschaftsverhältnissen auf Kryptomärkten aus? Und da möchte ich 2 Aspekte
benennen. Nämlich das eine ist, dass die BetreiberInnen von Plattformen Zugang zu den Daten haben, diese Daten sammeln und analysieren können und damit in einer Machtposition sind. Und zweitens die Konsumierenden als ProsumentInnen fungieren und bereitwillig digitale Arbeit leisten, ohne dafür in irgendeiner Form entlohnt zu werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für alle vier Vorträge. Wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten Zeit für die Diskussion. Es gibt ja, glaube ich, ein paar Fragen, die schon aufgeworfen wurden oder auch ein bisschen im Raum stehen. Gleichzeitig möchte ich die jetzt aber gar nicht so sehr schon jetzt wieder ins Podium geben, sondern gerne das Publikum einbeziehen. Also wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Wortbeiträge haben, einfach bitte in den Chat schreiben Ihren Namen. Es gibt jetzt, glaube ich, eine Wortmeldung im Chat, die werde ich aber nicht vorlesen. Das wäre dann auch, ist, glaube ich, nicht für alle bestimmt. Da müssen wir jetzt nicht sozusagen dieses Datum auch gleich auswerten. Ja, es gibt ja ein paar Fragen oder ein paar, also schreiben Sie einfach Ihren Namen in den Chat. Bis dahin werde ich einfach nochmal versuchen, die Fragen zu rekapitulieren, die es bis jetzt schon gab. Da war zum einen die Frage, ob wir nicht in einer neuen Phase des Neoliberalismus sind, beziehungsweise wie man da jetzt eigentlich Kulturindustrie im digitalen Zeitalter in den Veränderungen denkt und wohin das sozusagen umschlägt, in welche neue Qualität. Es gab dann die Frage, ob die Reflexivität sehr rationalistisch gedacht ist bei Steinert, wie das Verhältnis zur Psychoanalyse ist. Da würde ich ja tendenziell widersprechen wollen. Dann gibt es die Frage eben, wie, ob, wo die Geschlechterverhältnisse thematisiert worden sind. Dann gibt es die Frage natürlich auch der verschiedenen Modelle der Befreiung. Da hat ja auch Karl gleich am Anfang ein paar große Begriffe der Befreiung sozusagen hingeworfen. Dann gibt es diese kleinen Modelle der Befreiung der Intellektuellen. Wie die dann wieder zusammenhängen, steht, glaube ich, auch ein bisschen im Raum. Es gibt immer noch keine Wortmeldung, die da gewünscht wird im Publikum. Keine Kommentare, keine Fragen. Vielleicht darf ich nur mal ganz kurz wirklich auf diese Psychoanalysefrage eingehen, weil ich die sehr spannend finde, weil meiner Meinung nach ja schon das Modell der Reflexivität, dieses ganze Denkmodell sehr, sehr stark von Heinz Steinert aus der Psychoanalyse heraus sozusagen destilliert worden ist, nämlich aus diesem Modell der Gegenübertragung. Und ich würde gerne da einfach ein Zitat vorlesen, wo es ja auch darum geht, dann sozusagen, wie die empirische Praxis als Soziologe dann von diesem Modell der Gegenübertragung inspiriert werden kann. Das Prinzip entspricht dem der psychoanalytischen Therapie. Der Analytiker ist angehalten, nicht aus der Gegenübertragung zu agieren, also die in ihm aktivierten Gefühle und Antriebe nicht auszuleben, sondern diese immer auftretende Gegenübertragung zu seiner Erkenntnisquelle zu machen. Die Gefühle, die der Analysant in ihm auslöst, zeigen ihm, mit welchen sozialen Mechanismen dieser arbeitet. Genau aus diesen Daten, nämlich seiner eigenen Reaktion, ist er imstande zu verstehen, was gespielt wird. Ist er zu dieser Reflexion nicht fähig, spielt er mit und übersieht den ablaufenden sozialen Prozess. Und ich finde das eben so eine schöne Formulierung, die oft, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig war für seine empirische Arbeit, wie gesagt, wo es ja oft um Gruppengespräche mit Jugendlichen ging oder auch um Interviews mit wem auch immer. Da war das, glaube ich, immer sehr, sehr stark Modell, auch wenn er aus welchen Gründen auch immer nicht darüber geschrieben hat oder nicht sehr viel darüber geschrieben hat. Gibt es jetzt noch, jetzt gibt es eine Wortmeldung von Helga Grimmer-Schäfer. Bitte schön. So, hören Sie mich jetzt? Ja, muss ja sein. Ja, zunächst einmal vielen Dank für diese unterschiedliche Lesarten beziehungsweise Weiterentwicklungen oder Nutzung von Perspektiven von Steinert bei Meropi. Also nichts wäre ja blöder, wenn wir eine Diskussion hätten, wie was hat Steinert wirklich gesagt. Ne? Und ich will deshalb nur, ich habe mir deshalb nur zwei Punkte notiert, wo ich vielleicht sozusagen sagen kann, dass ich ganz froh bin, zum Beispiel,
dass Heinz Steinert den Begriff der Lebensweise benutzt und nicht den der Lebensform. Ich sage auch gleich was dazu. Das nächste war, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Karl Reiter richtig verstanden habe, aber ich finde, dass Heinz Steinert gar nicht so pessimistisch ist gegenüber Möglichkeiten von Befreiung. Sie sind gegeben und er hat daran gearbeitet, dass wenigstens Wissenschaft ihre Privilegien nutzt, die sie gerade noch so hat, ja, um dann sozusagen auch im Modell von Befreiungstheorie zu denken. Aber das ist nur so eine schnelle Anmerkung. Ich will jetzt nochmal vielleicht zur Lebensform zurückkommen. Also ich mag den Begriff der Lebensform ehrlich gesagt nicht. Und das ist so ein, gründet in einer Beobachtung, dass nämlich die Verwendung von Lebensform so in verschiedenen Diskursen, insbesondere dem auch um Sozialpädagogen, tatsächlich Gestaltung von Lebensweisen geht durch Intervention. Da wird dieser Begriff immer benutzt mit sozusagen mit einer Norm, dass man nämlich wisse, was die richtige Lebensform ist. Das muss ja nicht die bürgerliche sein, aber sozusagen, wenn dann von Kritik der Lebensform die Rede ist, ist es immer die Art der Lebensweise, zu der Leute in ihrem Alltag gekommen sind, wenn sie etwa Ausschließung bearbeiten, wenn sie Diskriminierung bearbeiten, wenn sie das Verdinglichtwerden bearbeiten. Und daher war mir die Lebensweise sehr viel angenehmer, weil die nämlich ins Verhältnis gesetzt wird zu den Bedingungen, die auch die Lebensweise gestalten, bestimmen, gestalten, weil da immer ein Verhältnis gesetzt wird und nicht etwas Verfestigtes dann auch nochmal normativ beurteilt. Nicht so sein. Klar, aber auch da hängt das ja zusammen mit einer Vorstellung, es gäbe gute Institutionen. Also ich glaube, es gibt eine dialektische Institution. Und dann nochmal eine ganz kurze Bemerkung zu Meropi. Mir hat ja gut dein Bild von Selbstausbeutung gefallen. Aber ganz kleine Rückfrage. Ist das zur Verfügung stellen von Daten? Ist das Arbeit? Also was Arbeit ist, ist tatsächlich sozusagen die Arbeit, die die Leute damit haben, sich auf diesen Märkten sozusagen zu bewegen, also zu konsumieren. Also tatsächlich auf ganz andere Weise wird man da zum Arbeitenden. Es ist ja bei der Selbstbedienung immer schon so gewesen. Man muss ziemlich viel arbeiten, um sich selbst, was ansonsten über einen übernommen wurde. Und von daher würde ich nur noch mal fragen, ist das zur Verfügung stellen von Daten Selbstausbeutung? Vielen Dank. Ich glaube, jetzt sind mittlerweile wieder alle Panelistinnen und Panelisten angesprochen aus den verschiedenen Fragen. Ich würde aber trotzdem noch vielleicht gerne ein oder zwei Wortmeldungen sammeln, um dann gesammelt zu antworten, wenn es noch den Wunsch gibt, sich zu äußern. Ich sehe im Moment wieder keine Wortmeldung. Dann vielleicht doch gleich wieder zurück. In welcher Reihenfolge auch immer. Ich glaube, Karl, du hast dich ganz am Anfang mal gemeldet. Dann, glaube ich, Gabriele Michalic. Ja, vielleicht fangen wir wieder in dieser Reihenfolge an, in der dann auch das ursprünglich das zusammengesetzt war. Ah, da gibt es doch noch drei. So, jetzt bin ich ein bisschen überfordert mit der Technik. Aber das sind alles unsere Panelistinnen, die sich zu Wort melden. Gut, dann vielleicht Karl mal mit dir beginnend. Ich versuche es ganz kurz. Also zum Meropi. Ich habe Probleme mit dem Begriff Informationskapitalismus. Ich möchte verweisen auf die schöne Analyse vom Srinicek Plattformkapitalismus, wo er auch das alles empirisch sehr beschreibt, wie du mit dieser Datenkraken, aber eher
meint, die Pointe ist sozusagen, dass der Kapitalismus die Akkumulation nicht über Datensammeln lösen kann. Es gibt eine extreme Überkapitalisierung, das Kapital strömt einerseits im Immobiliensektor, andererseits in den Finanzsektor, und das ist eine Grundthese, die teile ich, das löst kein Problem. Insofern finde ich den Begriff irreführend, als gemeint, das würde sozusagen die Kapitalverwertung irgendwie auf diese Art und Weise lösen. Zum Darknet hätte ich einiges zu sagen, aber ich lasse mal damit. Einen Satz noch, das betrifft bis zur Gabriele ein bisschen. Das Problem ist, ganz kurz gesagt, die Dialektik der Aufklärung ist ein, auch für Steiner, ein problematisches Buch. Ja. Es gibt drei klare Kritiken bei ihm. Erstens einmal den Gegensatz von Monopolkapitalismus und Konkurrenzkapitalismus weist er zurück. Die Kulturindustrie ist nicht so geschlossen, wie es in der Dialektik der Aufklärung dargestellt wird. Er meint, das wird aufgebucht, das kann man reflektieren. Und diese ganze Bildungsgeschichte am Beispiel von der Irrfahrt des Odysseus weist er klar zurück. Odysseus, es ist keine Bildungsgeschichte des Bildungsobjekts. Der Odysseus ist am Anfang zum Schluss der, der am Anfang ist. Er in drei entscheidenden Aussagen kritisiert er die Dialektik der Aufklärung. Das sollte man nicht ganz vergessen. Aber ich mache jetzt Pause. Gut, danke. Dann würde ich gleich Linda bitten, wenn du was sagen willst. Ich wollte nur noch eine kurze Bemerkung zum Begriff der Lebensform machen. Rahel Jägi geht das ganze Projekt tatsächlich mit dem Anspruch an, einen Begriff der guten Lebensform zu entwickeln. Und das sehe ich auch sehr kritisch. Und ich hatte negative Erwartungen an dieses Buch. Letztendlich gibt sie die Idee aber auf und bestimmt die Lebensform nur noch negativ. Also mit diesem Konzept der nicht gelingenden oder scheiternden Lebensform, in der sozusagen ein Verblendungszusammenhang, um diesen Begriff jetzt zu bedienen, herrscht, der Reflexion eben nicht ermöglicht. Also was Jägi betrifft, ist hier definitiv kein Begriff von einer guten Lebensform präsent. Vielen Dank, Gabriele Michalitsch. Ja, ich wollte gerne einerseits auf diese Frage der Geschlossenheit gerade, also die Karl angesprochen hat, der Dialektik der Aufklärung beziehungsweise der Kulturindustrie eigentlich Bezug nehmen, weil Steiner doch Adorno, Horkheimer nicht so geschlossen interpretiert. Ich meine, er sagt schon, das ist ein dunkles Buch, aber sozusagen es gibt, und das eben auch bei Adorno, Horkheimer, in diesem Abschnitt zur Kulturindustrie den Verweis darauf, dass in dem Sinn an diese Kulturindustrie, soweit sie sich eben als Apparat artikuliert, nicht geglaubt wird. Und dass hier also diese Hermetik gar nicht gegeben ist. Also ich finde auch, also ich meine, natürlich gibt es, sagen wir, bei Steinert auch so eine Auseinandersetzung mit, sagen wir, Widersprüchen in der Dialektik der Aufklärung. Aber also ich finde nicht, dass er in dem Sinn ein problematisches Verhältnis zur Dialektik der Aufklärung hat. Aber wie auch immer. Also das ist nur ein Punkt, das wäre mit Karl weiter zu diskutieren. Und das andere, das würde auf deine Wortmeldung Bezug nehmen, Andreas, weil du meinst, diese Verbindung zur Psychoanalyse sei sehr wohl da, weil es eben auf die Gegenübertragung letztlich, weil seine Vorstellung von Reflexivität letztlich auf dem Modell der Gegenübertragung fußt. Und ja, das würde ich nicht bestreiten, aber das ist doch ein Formalismus in gewisser Weise. Weil der Punkt ist ja, können wir unser eigenes Unbewusstes reflektieren? Was,
also wir können es uns zugänglich machen in einem enorm aufwendigen Prozess oder wir können es zumindest versuchen. Aber im Regelfall, ich meine, wer macht heute nur Psychoanalyse? Ich meine, ich habe es gemacht. Der Zeitaufwand und vor allem das Ergebnis war gigantisch und es hat eigentlich eine Lebenskatastrophe für mich persönlich bedeutet. Es hat mir Jahre an Zeit gekostet. Und ich meine, ich weiß, wenn ich das gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde. Echt, ja. Also sozusagen die eigene Verdrängung aufzubrechen. Ich meine, das ist nichts, was mit Reflexion alleine letztlich zu bewerkstelligen ist. Und von daher denke ich halt, wir sind die Frage der Anpassung. Es geht ja um Anpassung. Das ist der Kern. Er hat sozusagen, er wehrt sich gegen diese Anpassung, die quasi universell ist. Und versucht dem eben die Reflexivität entgegenzuhalten. Und ich denke halt, die Anpassung ist aber eben letztlich wesentlich keine rationale Geschichte, sondern sie ist eine Frage unserer Psychostruktur. Und sozusagen haben wir, die Macht, über diese Psychostruktur zu bestimmen und wie weit. Ja, also ich glaube nicht, dass wir das wirklich gut können und schon gar nicht in einer Wissenschaft, in einem Wissenschaftsbetrieb eben, ja, der uns ja gar nicht Zeit für solche Dinge lässt. Also der uns nicht nur einerseits die Anpassung abfordert, sondern der sozusagen von den Rahmenbedingungen keinerlei Freiräume lässt, um das, was an Eigenständigkeit zu erringen möglich wäre, sich tatsächlich zu erringen. Und darum glaube ich nicht, dass das so einfach ist, Herrschaft zu denken. Ich glaube nicht, dass das eine Frage der Anstrengung ist, sondern ich glaube, dass, ich meine, ich sage bewusst, ich glaube, ich glaube eben, dass es eine Frage letztlich auch der Haltung ist, die mit unserer Position verbunden ist und unsere eben, der soziale Kontext bestimmt natürlich auch die Perspektive. Und insofern glaube ich nicht, dass es mit Reflexivität getan ist. Gut. Ja, danke. Ich finde das sehr spannend. Ich glaube auch nicht, dass es eine einfache Übung auch nicht so gemeint ist. Aber es stimmt natürlich, das sind die Kernfragen. Die Frage, wie mit diesem Wissenschaftsbetrieb und in welchem das möglich wäre, sozusagen zumindest anzustreben. Nachdem jetzt leider die Zeit für die große Diskussion fehlt, jetzt noch ein noch bitte an das Wort übergeben an Meropi. Danke. Also es gibt eine Reihe an Begriffen wie digitaler Kapitalismus, Informationskapitalismus, Plattformkapitalismus, Überwachungskapitalismus. Und was ihnen allen gemeinsam ist, ist, dass sie sich einig sind, dass es eine neue Form von Kapitalismus im digitalen Zeitalter hervorgebracht wird. Was ich spannend finde am Informationskapitalismus-Begriff ist, dass durch Daten die Mittel für Verhaltensmodifikation hervorgebracht werden und diese Verhaltensmodifikation den Sinn hat, dass sie ökonomisch verwertet wird. Also sprich, dass Gewinne und Profite damit erzielt werden können. Das finde ich interessant. Unter diesem Blickwinkel versuche ich sozusagen die Kryptomärkte zu verstehen. Und das bringt mich eigentlich auch schon zur Nachfrage von Helga, was denn eigentlich, ob das zur Verfügung stellen von Daten gleichzeitig Selbstausbeutung ist. Da würde ich sagen, dass unbezahlte Arbeit auf digitalen Räumen, sei es das Teilen von Erfahrungen, das Posten, das Liken, das Bewerten, also das Rezensionen hinterlassen. Diese unbezahlte Arbeit bringt Daten hervor. Und diese Daten werden dann wiederum sozusagen ökonomisiert. Und insofern ist das dann für mich Arbeit. Jetzt gab es noch den Wunsch, ob sich nicht Karl Fallend äußern wollen würde. Den hätte ich auch gehabt oder darauf gewartet ist, aber weiß ich nicht, ob er das noch vorhat, nachdem wir nur eine Minute haben. Und noch eine Wortmeldung von Helga Krämer-Schäfer. Wir müssen es dann allerdings schon angesichts der Zeit schon recht knapp halten, bitte. Sie zurück.
Das wollte ich damit jetzt aber auch nicht sagen. Okay. Gut, dann hat er nicht vor. Alles klar. Dann ist das auch eine Art von Schlusswort. Ich glaube, wir haben noch genug Gelegenheit, das in den verschiedensten Panels zu diskutieren. Es geht ja weiter um 14 Uhr mit den nächsten beiden Panels und dann noch zwei Panels auch zur reflexiven Sozialforschung, wo ich eigentlich auch gerne nochmal diese Sachen diskutieren würde. Insofern kann ich nur einladen, nach der Mittagspause, die wir uns jetzt verdient haben, dann sozusagen wieder einzuschalten. Und danke euch allen für die Vorträge und für die Diskussion. Dankeschön.